Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu diesem festlichen Anlass. Es ist der zweitletzte in unserer Tournee. Wir sind international unterwegs, waren jetzt in Österreich, in Deutschland an vier verschiedenen Orten, dürfen hier als zweitletzte Station Zürich besuchen. Nächste Woche werden wir dann in Chur unseren Abschluss dieser diesjährigen Sommertournee finden. Ich freue mich ganz besonders, hier zu sein heute, weil es ist doch der Geburtsort Zürich, mir sehr vertraut. In früheren Jugendjahren war das manchmal so ein Traum, hier einmal im Volkshaus sein zu dürfen, damals mit der Musik und so weiter. Heute sind wir in einem ganz anderen Zusammenhang hier und es freut mich doch, dass so viele Gäste heute hier sind. Der Grund, warum wir hier sind, ist mir besonders am Herzen gleich einleitend weiterzugeben, dass wir eine Orientierung haben, warum überhaupt so ein Anlass stattfindet. Denn wir wissen, es ist nicht etwas Alltägliches, dass man außerhalb von Hochzeiten und manchmal vielleicht Beerdigungen noch irgend zu einem Anlass eingeladen ist, der vielleicht kostenfrei ist, der viel Darbietungen hat, mit großem Aufwand verbunden ist. Aber es hat uns gedrängt, so zu handeln, aus ganz speziellem Grund. Ich möchte gleich mal bitten, hinten auf der Bühne etwas Licht einzuschalten. Dann können wir hier etwas erkennen. Damit möchte ich die Grundlage zu diesem heutigen Tag etwas legen, eine Perspektive geben. Darf ich vielleicht zur Abklärung noch fragen, ob ich in der Du-Form sprechen darf? Es ist unsere Gewohnheit, wir predigen so oft zu Menschen, denen wir Du sagen, und dann, wenn ich auf Sie umstellen muss, ist es so kompliziert. Ist das erlaubt? Darf ich irgendein Handzeichen sehen? Gut, wunderbar. Ich bin der Ivo. Okay, was lesen wir hier? Das sind Schlagzeilen allein der letzten Monate, nur ein Bruchteil davon. Wir haben uns gar nicht so große Mühe genommen. Man findet sie in allen Zeitungen und diese Schlagzeilen decken jetzt mal nur ein Gebiet ab hier. Wir lesen zum Beispiel hier, für diejenigen, die es hinten nicht so lesen können, da lesen wir beispielsweise, wenn Kinder zu Mördern werden, das Obertitel, dann heißt es dort, letztes Jahr wurden in Amerika 2100 Menschen von Jugendlichen getötet. 2100 von Jugendlichen in einem einzigen Jahr. Wir lesen von Raubüberfällen von 15-Jährigen, wir lesen, wie Kinder ihre Eltern erschlagen, mit Hammer und Messer erstechen, wie ein Kind seine Oma erschlägt, Jugendbanden. Wir lesen, dass die Lehrerschaften klagen, dass sie einen Höllenjob zu tun haben, international einen Höllenjob. Sie werden nicht mehr fertig, sie sind die Verlierer im Klassenkampf, wie hier geschrieben steht. Man könnte hier all diese einzelnen Titel lesen. Wir möchten pauschal hier den Finger drauflegen, um zu begründen, warum wir hier sind. Wir sind eine Gesellschaft, die durch und durch krank ist, durch und durch krank geworden ist. Wir geben zwar vor, dass alles in Ordnung ist. Als ich heute wieder diese schöne Strecke fuhr vom Appenzellerland hier nach Zürich, da sieht die Welt wirklich heil aus. All diese schönen grünen Auen, die Sonne scheint, heute ist ein Tag, da man denken könnte, hier auf der Welt ist alles in Ordnung. Und vieles gibt sich so, aber das sind die Realitäten, mit denen wir Jahr aus, Jahr ein zu tun haben. In unserem Werk beschäftigen wir uns seit über 20 Jahren vollzeitlich mit Menschen in Not. Und wir haben Einblick in die Gesellschaft, wie es vielleicht nur sehr wenige haben. Nicht nur in die Gesellschaft, wie sie vielleicht außerhalb der Religionen stattfindet. Wir haben auch Einblick in die religiösen Gemeinschaften aller Hintergründe. Und wir können pauschal nur sagen, was wir hier an Fiasko, an Tragödie sehen, das geht quer durch alles hindurch. Die neuesten Stände, Ehescheidungen als Beispiel, jede zweite Ehe wird geschieden. Heute sind Bestrebungen der Globalisierung im Gange weltweit, die ganz gezielt darauf hinarbeiten, dass sich die Familie als Familie auflösen soll. Ich weiß nicht, ob dir das vertraut ist. Es ist heute so, dass selbst Marxismus und Kapitalismus zusammenarbeiten, wenn es um die Globalisierungsgedanken geht. Ein zentraler Gedanke ist am Durcharbeiten, dass die Familie aufgelöst wird, dass das System Familie nicht mehr existiert, dass die Eltern nur noch Verwaltungsaufgabe übernehmen, dass die Erziehung dem Staat übergeben wird. Dinge, von denen man, wenn man nur schon daran denkt,
Anni, das kann es nicht geben, das kann es nicht sein, ist unmöglich, undenkbar, die sind bereits voll im Anzug. Wir möchten Antworten geben, Antworten auf diese schwierigen, schweren Dinge, die hier geschehen. Aber wir sind auch geneigt dazu, bevor wir Antworten geben, auch einen gewissen Mahnfinger zu erheben und einmal einfach grundsätzlich die Frage in den Raum zu stellen, wer ist eigentlich verantwortlich für dieses Fiasko? Das ist doch eine Ernte. Hier ernten wir als Menschheit etwas, was wir zuvor gesät haben. Es kamen Menschen daher, die uns gesagt und gelehrt haben, wie man zum Beispiel eine Ehe und Familie zu führen hat. Menschen, die aufstehen, die das Volk lehren, wie man eine Gesellschaft zu gestalten hat, wie man Kinder zu erziehen hat. Und wir sind gewohnt, Menschen zu gehorchen, einfach die irgendwie überzeugend reden können, daherkommen mit irgendwelchen Philosophien. Wir haben viele politische, religiöse, philosophische Führer, denen wir seit Jahren hörig sind. Und seht ihr, wir haben etwas nicht getan. Wir haben etwas nicht getan. Wir haben allzu oft auf Menschen gehört, die mit irgendwelchen Thesen, Hypothesen daherkamen, mit irgendwelchen fantastischen Philosophien und Ideen. Wir haben gesagt, okay, dem folgen wir, das machen wir so. Beispielsweise antiautoritäre Erziehung. Was hat man uns nicht weisgemacht, jahrzehntelang, was das alles bringt, wie gut das ist? Hier die Quittung. Werden wir bereit sein, in Zukunft etwas umzustellen, etwas anders zu denken? Werden wir bereit sein, nicht mehr Menschen zu folgen, die, wenn sie eine Theorie bringen, wenn sie das nicht vorweg praktisch beweisen können, dass ihre Theorie in der Praxis auch funktioniert? Könnt ihr erfassen, was ich sage? Die meisten Philosophen, ich sage nicht alle, aber die meisten Philosophen und politischen, religiösen und philosophischen Führer kommen mit Theorie daher. Sie können vorweg nicht beweisen, dass das Ding auch funktioniert. Und so sind wir eine Gesellschaft, die immer mehr abrutscht, immer mehr ins Offside kommt, und jetzt kommen schon wieder neue Vorschläge. Eben jetzt ist es schon so weit, dass man das jetzige Fiasko, dieses hier, dadurch bewältigen will, dass man die Familie auflöst, dass man alles dem Staat übergibt, eine Einweltregierung und so weiter, all diese Dinge. Da können wir nicht mehr schweigen dazu. Da müssen wir auf Zusammenhänge aufmerksam machen, die uns wichtig und wesentlich sind. Und das ist dieser Grund dieses heutigen Tages. Wir sind überzeugt, unsere Gesellschaft geht so den Bach runter, dass das, was hier ist, nur gerade die kleinen Anfänge sind. Wir sind überzeugt, wenn wir so weitermachen, wenn unser Denken sich nicht radikal ändert, wenn wir nicht ganz neue Wege einschlagen, dass ein Fiasko ohnegleichen folgen wird. Und der Grund, warum wir hier sind, wir möchten mit dem, was wir hier ausleben, was wir hier vorleben, ein Beispiel setzen. Wenn wir nicht endlich Menschen werden, die wieder geben lernen, die wieder für andere da sind, die mal endlich erkennen, dass im Geben viel mehr Glückseligkeit steckt als im ständigen Nehmen, wenn wir das nicht lernen, wird unsere Gesellschaft endgültig vor die Hunde gehen. Geben ist glückseliger als Nehmen. Ich habe heute viel mehr davon, wenn ich hier einige hundert Gäste bewirten und bedienen darf, nicht? Macht mir viel mehr Freude, als wenn ich hier unten sitzen darf und so ein festliches Programm genießen darf. Wir wünschten, dass wir so wieder lernen, einander zu geben. Dass wir hier als Familie sind, ist nicht jetzt deshalb, weil wir uns irgendwie profilieren möchten, weil wir irgendwie die große Show abziehen möchten. Wir möchten lediglich dem, was wir sagen, was ich jetzt vorher als Einführung gesagt habe, möchten wir demonstrieren, wie wir denken, dass man es tun sollte. Denn pass jetzt gut auf, was wir heute tun. Wir werden etliche Beiträge hören von meiner Frau, von meinen Kindern, von mir. Wenn ihr an unserem Leben heute, so wie wir hier sind, wir machen keine Show, das verspreche ich, wenn das, was von uns ausgeht heute, nicht vom Leben her, von der Realität her überzeugt, dass, wenn du das heute siehst und hörst, dass du am Ende des Tages nicht innerst in deinem Herzen sagen kannst, eigentlich möchte ich auch so sein. Eigentlich ist genau das, was eigentlich sein sollte, wenn du nicht überzeugt bist von dem, was wir bringen, was du sehen kannst, was du fühlen, betasten kannst an uns. Wenn dich das nicht überzeugt von unserem Vorbild her, bitten wir hier in aller Öffentlichkeit, gehorche nicht einem Wort von dem, was wir dir an Philosophie, an Glaubenslehre oder was immer weitergeben. Habe ich das gut verstanden? Die Medien haben in den letzten Kursen, die wir gemacht haben, letzte Woche, haben sie das Gegenteil geschrieben. Sie haben geschrieben, ich wollte alle Führerschaft absetzen und ich wollte selber der Führer sein.
so im Stil Hitlers, wisst ihr. In Deutschland kann man das gut aufziehen in den Medien, da habe ich wieder ganz neue Titel bekommen, aber es ist nicht die Wahrheit. Die Gegendarstellungen verweigern sie jeweils, wenn man das berichtigt, was sie falsch geschrieben haben, das verweigern sie einfach. Aber darum sage ich es heute hier klipp und klar. Wir sind nicht hier, um die großen Führer zu spielen, wir sind hier, um ein Beispiel zu geben. Und wenn jemand den Eindruck hat, das, was sie bringen, ist nicht nur Theorie, sondern Praxis, die leben das aus, die haben das umgesetzt, das ist ein gangbares, funktionstüchtiges Modell, dann sagen wir, dann bieten wir unentgeltlich Hilfe an für Ehen, für Familien, für Kinder, so einfach wie du Hilfe brauchst, auch für Ledige, wir sind dazu da, dem Geheimnis, dem wir begegnet sind, in deinem Leben zu helfen, unentgeltlich, damit du auch daraus findest, aus deinem Dilemma. Wir haben in den letzten Jahren Hunderte von Menschen, von Familien gesehen, wie sie neu geworden sind, wie sie neue Fundamente bekommen haben, wie alles wieder in göttliche Harmonie zurückgekehrt ist, weil sie dann diesen Prinzipien, diesen Ordnungen, ich sag mal, dieser Philosophie zusammengefasst, die wir vertreten, gefolgt sind. Zum Schluss vielleicht noch eine Art kleine Legitimation, die ich auch jetzt noch weitergeben möchte mit der Empfehlung, dieses Buch heute mitzunehmen. Wir haben Büchertische draußen, da liegt unter anderem dieses Buch auf, Erschütterung, das ist mein zweitneuestes Buch, ist gerade Ende letzten Jahres ist es rausgekommen. Ich bekam von Gott eine innigste Warnung, eine Warnung weiterzugeben an das Volk. Und diese Warnung steht hier in diesem Buch geschrieben. Die Medien schreiben, dass wir uns als Propheten aufspielen und so weiter. In den Medien stand, Prophet droht mit Gericht. Prophet droht mit Gericht. Warum? Weil ich international warnen wollte, dass Dinge auf uns zukommen, die wir ganz gezielt bekämpfen müssen. Dass wir die richtig bekämpfen müssen. Und seht ihr, die Medien können das verleumden, die können das wegdiskutieren und können sagen, wir möchten das Volk bedrohen. Aber was wir damit machen, ist das, was sich in unseren Tagen gerade hier erfüllt. Und ihr könnt es nachlesen, ob es hier drin steht oder nicht. Ich habe im letzten Jahr die Warnung bekommen, zu schreiben über das brausende Meer. Dieser Titel hier drin steht, das brausende Meer. Die Warnung, weil die Wasser anfangen zu tosen, weil die Menschen erschüttert werden von Kopf bis Fuß, ist nur ein kleines Segment der Dinge, die wir immer wieder warnen. Und unsere Aufgabe ist es, den Ausweg aus diesem Dilemma zu zeigen. Und ich möchte das, damit ihr seht, dass die Dinge, die wir sprechen, auch nachweisbar eintreffen, dass die Prophetien, wenn wir prophezeien, dass diese Prophetien nachweislich sich erfüllen. Ich mag mich nicht an eine Prophezeiung erinnern, die sich nicht haargenau erfüllt hätte. Damit du siehst, dass Papier zwar alles annimmt, aber dass es auch die Wahrheit sagen kann, kannst du diesen Artikel selber lesen und sehen, was die Auswege sind. Wir werden heute nur gerade die Grundlagen der Dinge lehren, von denen wir überzeugt sind, Gott hat uns Auswege gezeigt aus diesen Schicksalsschlägen. Aber damit ihr seht, dass wir hier die Wahrheit verkündigen, lese ich nur zwei ganz kurze Abschnitte vor aus diesem Buch und nachher möchte ich dann mit unserem Programm weiterfahren, dass ich nicht zu lang werde. Ich habe hier mit dem Schriftzitat begonnen, das brausende Meer, wo geschrieben steht, es werden Zeichen sein. Ich kürze mal ab, da heißt es, eine Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und man höre und Wasser wogen. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Auf der nächsten Seite habe ich geschrieben, wenn die gefürchteten Zeichen an Sonne, Mond und Sternen eintreffen, wenn tatsächlich die Meere zu brausen und die Wasser, man höre, die Wasser unkontrollierbar zu wogen beginnen, geschieht es einzig, und jetzt höre, das ist das Prophetische, das Gott uns aufs Herz gelegt hat, dann geschieht es einzig als Folge und Schattenbild der unbändigen Menschheit. Denn es ist allerletzte Gelegenheit, der heilsamen Wahrheit ins Auge zu schauen. Nur ein kleiner Auszug und noch einer hinten, dann bin ich mit dem durch. Und was ich damit sagen möchte, ich wurde von Gott nicht gedrängt zu sagen, Achtung, Achtung, es kommen Flutwellen daher. Es passt gut auf, was ich sage. Unsere Botschaft ist nicht, Achtung, Achtung, es kommen Flutwellen daher. Unsere Warnung geht darüber hinaus. Der Geist Gottes drängt uns zu warnen,
dass wenn die Flutwellen kommen, dass wir unsere Konzentration nicht auf die Flutwellen richten, dass wir nicht in die Falle hineintappen, dass wir alle Anstrengungen nur einseitig unternehmen, um die Fluten zu stoppen, um die Natur in den Griff zu kriegen. Wir werden sie nie in den Griff kriegen. So wie wir diese Dinge nie in den Griff kriegen, wenn wir Ursache und Wirkung nicht unterscheiden lernen. Es gilt, diesen Dingen gottgemäß zu begegnen, weil sie von Gott so gefügt sind, dass der Mensch endlich zur Vernunft kommt. Also meine Warnung letztes Jahr, dieses Buch zu schreiben, war zu sagen, es kommen Flutwellen auf uns zu und diese Flutwellen können nur, das sind nur die Anfänge, das sind nur die ersten Anfänge, es wird noch viel anders kommen. Die Meere werden sich noch erschüttern. Es wird das, was jetzt in Deutschland geschieht, ihr habt das, nehme ich an, alle gehört. Ja. Überall, wo wir waren jetzt, kaum waren wir weg, kamen Flutwellen daher. Einige Mitarbeiter sind noch nicht mal hier, weil sie eingeschlossen sind, weil sie nicht mehr raus können. Ja. Wie auf einer Insel eingesperrt. Das ist das, was ich hier gewarnt habe. Aber ich habe den Auftrag von Gott bekommen, zu warnen, dass wir doch aufmerken, den Ausweg aus diesen Flutwellen, dass wir den verstehen lernen. Nicht die Flutwellen zu bekämpfen, sondern die Ursache, die dies zu diesen Flutwellen führen. Ein letzter kleiner Abschnitt. Unsere Konzentration und Abwehr darf nicht auf irgendwelche brausenden Meere und Wasserwogen gerichtet werden, obgleich diese uns lebensgefährlich bedrohen können. Fürchtet und bekämpft nicht diese, so spricht der Herr. Fürchtet und bekämpft nicht diese. Wahrhaftig zu fürchten und zu bekämpfen sind nicht die Schatten, sondern die Wirklichkeiten, die diese Schatten werfen, die wahren Ursachen, die zu diesen Wirkungen führten. Der große Kampf, den die Nationen weltweit in den letzten Tagen führen werden, ist nicht ein Kampf gegen Wind und Wellen, auch nicht ein Kampf gegen Meteoriten und Außerirdische, Engel oder Dämonen, obgleich diese real und wirklich auf die Menschheit einschlagen können. Die Völkerschaften werden, und das ist das Entscheidende, und das ist der Grund für diesen Anlass, die Völkerschaften werden genau so lange an ihrem Kampf verzweifeln, wie sie die wahre Ursache nicht bekämpfen. Und das ist die Sünde und Gottlosigkeit in ihrer eigenen Mitte. Wir sind überzeugt, dass das, was die Schrift schon immer gesagt hat, sich jetzt in diesen Tagen endgültig erfüllt. Der Mensch kann nicht ohne Führung Gottes leben. Er kann nicht ohne die Weisheit, ohne den Geist Gottes in sich existieren. Er wird zugrunde gehen. Und solange er das nicht versteht, werden immer schlimmere Dinge über diese Welt kommen. Das sind nicht Angstmachereien. Seht ihr, letztes Jahr schrieben die Medien, Sasek droht mit Gericht. Ich habe noch nie gesagt, dass ich ein Prophet bin. Ich habe das nie jemals gesagt. Aber ich habe gesagt, das war eine prophetische Botschaft. Nicht jeder, der einen Bart hat, ist deshalb auch schon Prophet. Versteht ihr? Aber es gibt Christen, die prophezeien, die bekommen von Gott Warnungen. Und wenn die Medien nachher schreiben, Sasek, ein Prophet, droht mit Gericht, habe ich jetzt bedroht? Bin ich jetzt die Bedrohung? Verstehen wir? Jetzt sind doch die Wasser gekommen. Wie viel Blut hat dieses Wasser gebracht? Wie viel Blut ist über die Erde gekommen? Wie viel wird noch kommen? Wir sind hier dazu da, Auswege aus diesem Dilemma zu zeigen. Denn diese Dinge kommen. Und wir glauben, dass wir die Auswege, die wirklichen Ursachen bekämpfen am rechten Ort. Und wenn du die am rechten Ort bewältigst, dann wird das andere ein Ende nehmen. Und es geht genau in die andere Richtung, als die Menschen das glauben. Und darum kann ich jetzt schon mit prophetischer Sicherheit sagen, die Menschen werden nicht auf uns hören. So wahr du hier sitzt, die Menschen werden nicht auf uns hören. Nur wenige werden hören. Das, was wir heute bieten, ist der Ausweg aus diesem Dilemma. Aber die meisten werden nicht hören, sie werden nicht umkehren, sie werden unseren Weg nicht gehen und werden mit eigenen Augen sehen können, wie dieser Erdball durcheinander kommt. Wie es nur der kleinste, geringste Anfang war, was in den letzten Monaten und Jahren geschehen ist. Es wird ganz anders noch kommen. Das ist das, was Gott gesprochen hat. Und wir glauben hier, vor dieser Bedrohung Auswege zu zeigen, ich kann es nicht genug betonen. Nicht wir sind die Bedrohung, wir sind da, um zu sagen, hier gibt es einen Ausweg aus der Bedrohung, die Rettung. Und wenn die Medien dagegen sprechen, sie bringen noch mehr Blut auf sich, denn das ist die Frucht auch der Medien. Sie lehren die Menschen töten, sie lehren die Menschen morden, sie lehren die Menschen Unzucht und Ehebruch treiben, alles Mögliche. Wir sind dazu da, um einen anderen Weg einzuschlagen, um als Vorbilder vorzuleben, auch wenn wir nicht perfekt sind, aber vorzuleben, in diese Richtung geht es. Das, was ich jetzt mache, das Lied, das ich mit meiner Frau singen möchte, ist für mich die Grundlage der Grundlagen. Ich möchte eine Beziehung haben zu Gott. Ich möchte Gott kennen, mit ihm so eine Ich-Du-Beziehung haben, wie ich sie mit meiner Frau habe. Aber das ist die erste Beziehung. Noch vor meiner Frau
kommt diese Beziehung und die möchte ich besingen. Wunderbar bist du. Ich wünschte, jedes Einzelne könnte dieses Lied im Herzen schon mitsingen. Wunderbar bist du, unbeschreiblich schön bist du, dir allein soll mein Leben für immer sein. Dich nur bete ich an, wie nur immer ich es kann, Gott und Herr, zieh mich zu. Lasse mich nicht los, weil ich dich nur liebkost. Anbetung, Anbetung, dir nur allein. Nur du bist in Christus, durch ihn lebt uns völlig wirklich ein wunderbares Lied.
Ich möchte gleich mal den ersten Teil dieses Textes sagen. Er heißt, wenn ich dich lieb habe, natürlich dann in Schweizerdeutsch, wenn ich dich lieb habe, Herr Jesus, dann kann ich lieb sein. Das ist ein fünfjähriges Mädchen, die redet Dinge in diesem Lied. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Die hat ein Geheimnis entdeckt, das die meisten oder viele Christen noch gar nicht begriffen haben. Wenn ich Gott lieb habe, wenn ich Christus lieb habe, dann kann ich lieb sein. Aber erst dann, ist das nicht was Wunderbares? Als nächstes werden wir einen
Vortrag von Anni, der Mutter der Kinder, hören. Unser Herzensanliegen ist, dass die Frauen zu Frauen in erster Linie sprechen, die Männer zu Männern und Frauen und die Kinder zu Kindern. Aber heute sind wir hier vorwiegend Erwachsene, heute kommt das alles ein bisschen ineinander. Und ich möchte kurz noch ein Vorwort geben zu dem, was Anni sagt, einfach um dieses Verständnis zu erbitten, dem zu hören, was sie sagt. Die Lebensgesetze sind eine Kunst zu leben. Das ganze Leben ist geistlich aufgebaut. Auch wenn wir Menschen mit Geistlichem nicht mehr viel am Hut haben heute, wir wollen nicht mehr geistlich sein, wir wollen frei sein. Aber wir sollten die Natur beachten, wie sie geistlich geschaffen ist. Geistlich meint für mich, wir müssen uns ständig einer höheren Gewalt unterordnen, wir müssen uns dem Schöpfer unterordnen, auch im Naturverhalten. Du kannst nicht einfach so viel essen, wie du willst, zum Beispiel. Die Natur ist geistlich angelegt, wenn du zu viel isst, wirst du erstens übergewichtig und dann wirst du krank. Die Ärzte sagen, 90% der meisten, also die Krankheiten werden durch Übersättigung verursacht. Also wenn wir nicht geistlich sein möchten und nicht unterordnen möchten, zum Beispiel der Natur, werden wir immer Konsequenzen davon haben. Ich könnte davon Dutzende von Beispielen nennen, wie die Natur geistlich aufgebaut ist und vor allem hierarchisch aufgebaut ist. Das ist vielleicht einer der Themen, die man heute gar nicht mehr hören will, dass es eine Ordnung gibt, auch in Ehe und Familie. Unsere Behauptung, Ordnung muss sein, es muss eine Führerschaft sein, es muss eine gottgemäße Ordnung sein. Und wenn die nicht ist, das können wir im ganzen Leben sehen, es funktioniert nichts. Wir werden zwar angegriffen dafür, wenn wir von Führerschaft sprechen, als würden wir hier eine Ausnahme bilden auf diesem Erdkreis. Aber kannst du mir eine Firma sagen, die nicht einen Chef hat? Kannst du mir irgendeine Kirche sagen, die nicht irgendein Oberhaupt hat? Auch die Evangelischen, nimm den du willst. Du hast überall Oberhäupter, du hast überall Menschen, die sagen, wo es lang geht. Mir wirft man zum Beispiel vor, ich würde alles sektiererisch beherrschen. Hast du je eine Kanzel gesehen, auf der alle Menschen stehen können? Kannst du mir eine Kirche nennen? Bei uns kannst du seit 20 Jahren erleben, wie jeder auf der Kanzel steht. Und doch gibt es Führung. Ich hole immer die Menschen nach vorne, möchte, dass jeder sich beteiligt an dieser Führung. Das ist mein Führungsstil. Aber es muss Ordnung sein, es muss eine Hierarchie sein. Jemand muss irgendwo den Sack zusammenbinden. Und wenn wir heute von Lebensgesetzen zeugen, so ist es uns ein dringendes Anliegen, dass wir bestehen in diesem Feuer, das auf die Welt zukommt, in dieser Entartung, die über die Menschheit kommt. Meine Frau wird über Ordnungen der Ehe, über Ordnungen der Familie zeugen, die heute verachtet sind, vielleicht wie der Ausspruch von Galileo hier. Das mag man nicht mehr hören. Ich weise aber darauf hin, dass es nicht fanatischer, fundamentalistischer Extremismus ist, den wir hier bringen, sondern Lebensfundamente. So wahr du Feuer nie ungefährlich nennen kannst, das ist ein fundamentales Gesetz, Feuer ist gefährlich, Feuer bleibt gefährlich, auch nach 5000 Jahren noch. So wahr du die Hygiene niemals auflösen kannst, das sind fundamentale Dinge, so kannst du gewisse Ordnungen im Leben nicht auflösen, ohne das Leben damit zu zerstören. Löst du die Hygiene auf, so wirst du krank werden. Die Völker werden krank, wenn sie nicht hygienisch sind. Das kannst du nie auflösen. Man bekämpft heute den Fundamentalismus kreuz und quer, man schüttet sozusagen das Kind im Moment mit dem Bade aus. Wenn man nur schon das Wort fundamental hört, bleibt bei alten Ordnungen, dann kriegen die Menschen Gänsehaut, das stellt ihnen die Haare zu Berge. Wir bezeugen, es gibt auch einen gesunden, lebenswichtigen Fundamentalismus. Fliehkraftgesetz bleibt Fliehkraftgesetz. Wir können zwar alle Ordnungen der Straßen auflösen, die Verkehrsgesetze, wir können das. Wir können auch die Bibel beseitigen. Damit haben wir aber nicht die Fliehkraftgesetze aufgelöst. Die zeugen ja lediglich von Wirklichkeiten. Und in dem Sinn gibt es auch eine Hierarchie, eine gottgegebene Hierarchie, die wir nie und nimmer auflösen können, auch wenn wir es noch so versuchten. Wir werden selber die Geprellten sein, wir werden selber die Geschädigten sein. Aus dieser Perspektive bitte ich nun, auf meine Frau zu hören, wovon sie zeugt, denn ich glaube, es sind Worte des Lebens, die sie hier weitergibt. Ich würde gerne zuerst vielleicht noch Jan Henochs Lied singen, dass wir uns wieder ein bisschen anwärmen können, jetzt nach dem Frühstück. Jan Henoch, willst du etwas sagen zu deinem Lied? Wie heißt es? Der Jesus soll durch mich wirken.
Also sein Lied heißt, der Herr Jesus soll jeden Tag durch mich wirken, denn er ist in meinem Herzen drin. In der Schule möchte ich ein Vorbild sein und zu Hause der Mama helfen. Zimmer putzen, Küche machen, Zimmer putzen und Zähne putzen nicht vergessen. Das ist so sein Horizont und sein Gottesdienst. Aber er spürt halt, dass es dort beginnt. Gut, dann singen wir das. Ich freue mich, dass ich ein paar Worte sprechen darf, auch über diese Dinge, die uns am Herzen liegen als Familie, die mir auch mir persönlich am Herzen liegen als Frau. Und ich hoffe sehr, dass sie auch gut mithört. Es ist manchmal gar nicht so einfach, über diese Dinge zu sprechen. Aber ich hoffe, dass ihr auch etwas mitnehmen könnt. Es ist so, dass viele Menschen eben sehnen sich nach dieser Harmonie, wie wir jetzt auch bezeugen. Wir haben in unserer Familie eine Harmonie, wir haben Frieden, wir haben ein Leben, wo wir uns nicht gegenseitig aufreiben und auffressen, sondern wo wir füreinander da sind und wo wir in der Familie einen Frieden, einen Grundtenor, eine Grundatmosphäre des Friedens gemeinsam erleben. Und da habe ich immer wieder gemerkt, jeder Mensch wünscht sich das. Es gibt keine Eltern auf dieser Welt, die sich nicht nach Harmonie sehnen mit ihren Kindern zusammen. Es gibt niemand, der sich nicht nach Harmonie sehnt. Aber die Frage ist immer wieder, wie kommen wir zu dieser Harmonie? Wie kommen wir dahin, dass wir ein harmonisches Familienleben haben? Und
das habe ich ganz oft erlebt. Wir sind jetzt auch schon viele Jahre verheiratet. Unser Ältester ist jetzt 17 Jahre. Und in all den Jahren habe ich immer wieder viele Begegnungen, Berührungen mit Menschen gehabt, die mich gefragt haben, die auch teilweise gestaunt haben, gesagt, was ist das, warum habt ihr so einen Frieden oder warum sind eure Kinder so lieb? Gerade in der Molkerei, wenn unsere Kinder jeweils mit dem Kesselchen Milch holen gehen, hat mir die Verkäuferin einmal gesagt, ja, das gibt es ja nicht, ihre Kinder sind immer so freundlich. Und sie gesagt, also wenn wir mal solche Kinder haben, dann können wir uns alle 10 Finger abschlecken, hat sie so gesagt, man bei uns in der Schweiz so. Und dann habe ich dann irgendwie gesagt, ja, mein Mann ist Bibellehrer, wir unterweisen, wir lehren die. Es ist unser Dienst, den Menschen zu helfen, in eine Harmonie hineinzufinden. Und immer wieder, wenn man dann über diese Dinge spricht, habe ich gemerkt, die Menschen möchten einerseits die Harmonie, aber den Weg dazu, sobald man dann etwas erzählt oder auf die Grundlage dessen hinweist, dann wird es den meisten Menschen unbehaglich. Und das habe ich sehr oft erfahren. Und ich bin einfach der Überzeugung, ja, dass wir ein Herz haben müssen, wieder ganz neu, das bereit ist, wieder zurückzufinden auf den Grund, warum haben wir keine Harmonie oder wie kommen wir dazu, dass wir Harmonie wieder haben in den Familien. Und da muss ich auch ehrlich sagen, fühle ich mich auch ziemlich vertraut mit diesem Galileo, oder wie der heißt da. Fühle ich mich sehr vertraut mit ihm, weil mir ist es auch so gegangen, schon viele Jahre schon, als wir noch keine Kinder sogar hatten oder das erste Kind, immer wieder, wenn ich dann an diese Bücher gelesen habe über Kindererziehung oder einfach all das, was man so hört, hat sich immer in meinem Herzen dieses Zeugnis gesetzt. Ich habe einfach gemerkt, das kann es irgendwie nicht sein, da dreht sich ja alles um das Kind. Also es ist genau wieder dieses Bild, die Menschen haben gesagt, der Mensch ist Mittelpunkt und er hat gesagt, die Sonne ist Mittelpunkt, also die Erde oder die Sonne, und so habe ich es auch immer wieder erlebt. Ich habe gemerkt, da dreht sich alles um das Kind, das kann ja gar nicht gut kommen und da muss es irgendwie nicht stimmen. Und wir haben so viele Jahre daran gearbeitet, zu merken, wir müssen einfach wieder zurück, wir müssen zurück zu den Schöpfungsordnungen, wir müssen einfach erkennen, dass wir es nicht können, dass wir es nicht vermögen, wir müssen wieder kapitulieren und umkehren zu Gott und sagen, Herr, zeig du uns, wie du es siehst, wie hast du die ganzen Sachen geschaffen, wir sind ja deine Geschöpfe. Und da möchte ich gerade eine Stelle lesen in Epheser Kapitel 5, und die ist mir schon seit vielen Jahren sehr lieb, diese Stelle, weil sie so praktisch eigentlich zeigt, was sind die Ordnungen Gottes, was sind die Schöpfungsordnungen. Und hier heißt es dann ganz deutlich, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und ja, man könnte noch viel lesen, es heißt hier noch dann im Vers 33, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde, also Paulus zieht die Parallele von der Ehe zur Gemeinde. Und dann sagt er, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, das sagt er zu den Männern, und dann zu den Frauen, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Manne habe. Dann ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Das ist für mich so richtig ein Schluck von diesen Ordnungen, eine kurze Zusammenfassung, was Gott eigentlich eben schöpfungsgemäß sich gedacht hat. Und ich weiß ganz genau, für uns in dieser Zeit klingt das sehr spanisch oder exotisch, man kann sich darunter überhaupt nichts mehr vorstellen. Und doch ist es so, dass wenn diese Grundlagen nicht stimmen, kann es nicht aufgehen. Es ist wie wenn man am Morgen die Bluse anzieht oder das Hemd und den Knopf nicht am ersten Ort richtig einknöpft, dann stimmt das Ganze nicht. Und da spüre ich, da müssen wir wieder zurückkehren an diese Fundamente, auch wenn sie uns im Moment unangenehm vielleicht tönen. Aber ich bin auch, wie es Ivo schon angetönt hat, empfinde ich es genau dasselbe. Wir erleben miteinander einfach die Tragik von einer
Gesellschaft, eine Menschheit, die sich losgerissen hat von Gott, die sich gesagt hat, nein, das ist mir zu eng, damit kann ich nichts anfangen. Und dann aber auch die Frucht daraus eben essen muss. Und mir persönlich ist es einfach schon seit vielen Jahren, als ich noch ein junges Mädchen war, schon war das so ein Verlangen in meinem Herzen. Und das ist auch aus dieser Beziehung zum Herrn heraus erwachsen, dass ich möchte darauf achten, ich möchte das nicht von mir stoßen, ich möchte da hineinfinden, hilf mir Herr, zeig mir, was bedeutet das. Und ich habe erlebt, was das für ein Segen ist, wenn wir einfach wieder stillstehen und wenn wir zurückkehren zu dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Wir sind so gescheite Menschen, wir haben so viel erkannt, wissenschaftlich und überhaupt alles Mögliche. Wir haben uns einfach unter alle möglichen Gesetzmäßigkeiten in der Schöpfung haben wir uns gebeugt. Jeder von uns beugt sich beständig unter diese Dinge, wie zum Beispiel, wie Sivo auch schon gesagt hat, das Gesetz der Schwerkraft. Wir haben es uns angewöhnt. Es ist klar, wir müssen aufpassen, der Stein, der fliegt nach unten. Wir haben uns an die Zeit gewöhnt, wir passen uns dem an. Wir können nicht einfach sagen, nein, jetzt gehe ich nicht zur Arbeit. Wir wissen, die Zeit dreht sich, ich muss dann und dann aufstehen, dann muss ich mich bereit machen, dass ich dann auf die richtige Zeit dort bin. Es gibt die Welt ist voll von diesen Gesetzmäßigkeiten, Elektrizität. Wir wissen, wir dürfen nicht an das Stromkabel berühren, sonst geht es uns nachher schlecht. Alles solche Dinge, auch im Straßenverkehr, wir haben uns angepasst, wir wissen genau, wir können nicht bei Rot durchfahren, sonst gibt es einen Crash, das weiß jedes Kind. Oder wenn der Polizist dich rauswinkt, dann wird angehalten, da wagt sich keiner, diesen Schöpfungsordnungen entgegenzugehen. Aber wir sind doch so, soll ich sagen, tollkühn, dass wir die Schöpfungsordnung des Schöpfers der Himmel und Erde, dass wir die laufend durchstreichen und meinen, wir kommen gut davon, wir kommen mit dem Leben davon. Es geht einfach nicht. Es ist nur ein bisschen unmittelbarer im Straßenverkehr. Es ist ein bisschen unmittelbarer, dort, wenn du dort übertrittst, geht es nicht lange und du hast die Buße, es geht nicht lange und du hast einen Unfall. Aber die geistlichen Dinge, da spüren wir die Konsequenzen nicht so schnell und deshalb können wir es nicht zurückrechnen. Ah, das ist deshalb. Es ist, weil wir uns nicht fügen in diese Ordnungen. Deshalb funktioniert es nicht. Und es ist einfach mein Herzensanliegen und meine Botschaft, dass wir aufhören, es besser zu wissen. Und ich habe das in meinem Leben so erlebt, ich habe kapituliert und einfach gesagt, Herr, ich möchte das, zeig mir, wie kann ich gerade in dieser Unterordnung, wie kann ich da hineinfinden, was bedeutet es eigentlich? Und da habe ich einfach erlebt, dass das ein Segenstrom auslöst und eine Fülle. Und wir fragen uns aber Unterordnung, was bedeutet das jetzt ganz genau? Was muss ich denn machen als Frau? Wie sieht das genau aus? Und ich möchte hier einfach einmal ein Bild in die Runde stellen, wo man sich das richtig veranschaulichen kann. Was ist eigentlich Unterordnung? Es ist so, die Bibel verwendet ja auch diese Bilder von Haupt und Leib. Und da ist es ganz, für uns ganz logisch, bei unserem Körper, da hat es ein Haupt, der denkt, das lenkt, das leitet und die Glieder, die führen das aus. Wenn die das aber nicht ausführen, dann sind wir behindert, wir sind gestört. Es funktioniert überhaupt nichts in unserem Leben. Es müssen Organe hier sein, die diese Impulse wahrnehmen und die sie ausführen. Und dann läuft die Sache, man kann arbeiten, man kann rennen, joggen, man kann leben, es funktioniert. Aber wenn wir es übergehen oder wenn das nicht so wäre, dann könnten wir uns nicht bewegen, eben wie wären Krüppel. Und genauso ist es eben auch in der Ehe. Auch ein anderes Bild, was mich einfach so immer wieder ganz so eine gute Veranschaulichung finde für die Ehe, ist gerade das Beispiel auch vom Motorrad. Ich habe letztens, als wir in einen Einsatz fuhren, bin ich Auto gefahren und dann hatten wir vor uns einen Motorradfahrer mit einem, der hinten drauf gesessen war und der hat einen ganz starken Schwenker gemacht und hat mir das Herz gerade ein bisschen höher geschlagen und ist mir genau das wieder in den Sinn gekommen, dass diese Gesetzmäßigkeit beim Motorradfahren, es gibt einen, der da lenkt, dieses Motorrad, und derjenige, der hinten auf dem Beifahrersitz sitzt, der muss sich ganz genau richtig verhalten, dass das nicht einen Unfall gibt. Natürlich der Fahrer auch.
Aber es, für den Beifahrer ist es das Wichtigste, dass er sich dem Fahrer richtig anvertraut. Das heißt, er setzt sich am besten auf dieses Motorrad und hält sich fest an seinem Fahrer und dann lässt er die Sache los. Weil wenn er die ganze Zeit nach vorne schreit, jetzt rechts, jetzt links, jetzt nicht so tief in die Kurve, dann gibt das ganz eine, nicht nur eine mühsame Fahrt, sondern es gibt mit Sicherheit einen Unfall. Vor allem dann, wenn der Motorradlenker in die Kurve geht und der Beifahrer hat Angst und gibt dabei Gegensteuer, dann fallen die wirklich um. Das habe ich von meinem Schwager gelernt, der Motorrad fährt. Und ich weiß, dass das genauso ist. Und ich empfinde immer wieder, das ist so ein treffliches Bild. Eine Ehe, das bedeutet, dass wir als Frauen uns anvertrauen sollen und müssen, wenn das funktionieren soll. Und das zeigt, dieses Bild zeigt uns natürlich auch, wie gefährlich so eine Ehe ist. Also du musst dir gut überlegen, bei wem du da aufsteigst, welches Motorrad du da wählst, weil wenn der Fahrer ein halsbrechischer Fahrer ist, der dich irgendwo ins Verderben stürzt, dann bitte lieber nicht Ja sagen. Aber das sind die Dinge, wenn wir uns die Konsequenzen auch bewusst wären, was eine Eheschließung bedeutet, würden wir es auch mehr bewegen und sorgfältiger da hineingehen. Aber das ist in Realität die Konsequenz. Und ich hab einfach mit vielen Erfahrungen, auch von meinem Leben und von vielen anderen Frauen, gesehen, dass das uns unheimlich schwer fällt, uns wirklich anzuvertrauen. Das heißt, ganz anzuvertrauen. Das heißt, du gibst dich mal schön selber wirklich ab, weil es kann in keinem Körper kann es zwei Köpfe geben. Es funktioniert einfach nicht. Man kann nicht in zwei Richtungen laufen. Es ist alles zum Scheitern verurteilt. Genauso auch mit dem Motorrad. Es kann nur ein Motorradlenker geben, sonst gibt es einen Unfall. Es ist wirklich so, wir Frauen sollten ganz neu eine Liebe bekommen zu diesen Schöpfungsordnungen und einfach eingestehen, ja Herr, das ist keine Wertangabe. Der Mann ist der Führer, die Frau ist untergeordnet. Das sind Setzungen, Schöpfungsordnungen. Da fließt der Segen. Es ist wie bei einem Haus, wenn man Sanitärrohre hinein, ich weiß nicht, wie man das sagt, wenn man ein Haus baut, müssen die Rohre genau aufeinander stimmen, sonst fließt das Wasser dann nicht durch. Und genauso ist es in der Ehe, wenn die Ordnungen, die Hierarchien nicht stimmen, dann fließt das Wasser nicht durch. Es hat vielleicht hier ein Rinnsal und da, aber alles verspritzt irgendwo hin, es kann nie funktionieren. Und das ist auch mein Herzensanliegen und meine Botschaft, dass wir Frauen das einfach wieder erkennen und das uns das lieb wird, dass wir da hinein zur Fülle kommen, wenn wir in diese Abhängigkeitsrolle wieder hineinfinden, dieses geführt werden. Auf der anderen Seite die Männer eben dieses denkende, lenkende Organ, dieses führende Organ wieder sein kann. Und ich habe einfach so viele Beispiele auch an mir selber gesehen und an anderen Frauen, dass wir total im Gegenteil angelegt sind. Also wenn die Frau irgendetwas kann, dann ist es führen. Und wenn sie irgendetwas nicht kann, ist es sich unterzuordnen. Und jemand hat mal in einer Predigt gesagt, das hat mir noch gut gefallen, hat gesagt, mit einer Frau kannst du kein Möbelstück zur Tür eintragen, ohne dass sie dir nicht sagt, wie du es anfassen sollst. Das ist einfach die Realität. Und ich habe das selber auch an mir erlebt, wo wir auch zum Beispiel umgebaut haben bei uns. Wir haben ja ein altes Haus. Da musste man eigentlich sozusagen alles musste renoviert werden. Und wir haben verschiedene Stationen in diesem Haus durchgangen, wo die Familie dann gewachsen ist, haben wir wieder umgebaut und wir hatten einmal eine Wohnung umgebaut und da habe ich mich selber immer wieder beobachtet und habe immer wieder gemerkt, ich pfusche immer wieder, ich komme immer wieder, du Ivo, hast du daran gedacht, das müsste man noch so noch bauen oder da müsste man da noch etwas eben wegen den Kindern oder so. Oder wir haben auch viel, eben aus Glauben haben wir gelebt, wir mussten viel vorhandenes Material einbauen dann in den Renovationen. Und einmal habe ich in mein Tagebuch einen dicken Titel geschrieben, erinnere mich heute noch, die orangen Vorhangstangen. Ich weiß noch, da hatten wir so orange Duschvorhangstangen noch übrig und ich habe einfach empfunden, die passen doch nicht in unser Badezimmer. Und deshalb habe ich das Gefühl gehabt, das quält mich jetzt, wenn diese dort hängen und habe gar nicht gemerkt, das Leben kommt gar nicht auf das drauf an. Da waren so viele Detailsituationen, wo ich immer wieder
gedacht habe, oh, das müsste ich jetzt noch sagen, man sollte das doch so oder so machen, aber ich war ganz unglücklich dabei, ich war so unglücklich dabei, es hat mir gar keine Freude gemacht. Und dann hatte ich zum Glück noch einmal die Gelegenheit, dass wir noch einmal umbauen konnten, weil die Familie gewachsen ist. Und dann habe ich gesagt, Herr, nicht mehr auf dieselbe Art, jetzt möchte ich einfach mal wirklich aufhören mit diesem ewigen Manipulieren, aufhören mit diesem immer vorauszudenken, jetzt bitte Ivo, geh du voran, ich möchte mich einfach dir anvertrauen, du machst das alles gut. Und das war so ein Glück für mich, also ich habe so gestaunt, wie Gott auch ihm die Weisheit gegeben hat, bis ins Detail hinein, die Dinge so zu planen, wie es für uns als Familie am besten war. Und da gäbe es ganz viele Beispiele. Ich habe einfach dann begonnen, an diesen kleinsten Alltagssituationen stehen zu bleiben, zu merken, halt, das war nicht untergeordnet, das war wieder genau manipuliert, das war wieder genau nicht im Frieden. Dann habe ich mich wieder entschuldigt und habe einfach weiter daran gearbeitet, bis ich gemerkt habe, jetzt ist etwas in meinem Herzen anders geworden. Und mit der Zeit habe ich immer mehr gesehen, wie Gott Ivo befähigt, wie er ihn salbt, wie das viel besser ist, was er einfach gesagt hat und uns geführt hat, dass ich richtiges Verlangen bekommen habe, sich nur den Herrn preisen konnte und sagen, dass die Schöpfungsordnungen, die sind so wunderbar, ich möchte immer noch mehr davon und noch mehr da hineinfinden. Und so hat dann richtig auch einen Strom begonnen in unserer Familie, auch zu den Kindern, weil ich auch merke, dass die Kinder letztlich auch nur das sind, was ich bin. Also wenn die Kinder... Wenn ich kann nicht von den Kindern erwarten, dass sie mir gehorchen und dass sie alles so machen jetzt, wie es ich es gut empfinde, wenn ich ja selber die ganze Zeit eben nicht in dieser Wirklichkeit drin stehe. Das ist ja eine Atmosphäre, die von mir ausgeht. Und so habe ich immer mehr erlebt, dass auch die Kinder auch eine Liebe dazu bekommen, zu diesen Schöpfungsordnungen, und dass so etwas einfach zu stimmen beginnt in der ganzen Familie. Und ja, mir ist es einfach ein Anliegen, wie Ivo hat von diesen vielen Zeitungsartikeln gesagt, von all dem, was in der Welt draußen läuft, mit den vielen, vielen Verbrechen und Kinderkriminalität, Jugendkriminalität. Ich merke einfach, wir können die Welt nicht verbessern, einfach so mit gescheiten Worten, mit Parolen. Wir können nur dort die Welt verbessern, wo wir bei uns selber einfach beginnen, wo wir einfach bei uns selbst beginnen, Gott wieder zu fragen, wie hast du es gedacht, und da hineinzufinden, wieder in seine Ordnungen, in seine Schöpfungsordnungen. Und das ist mir ein Anliegen, wenn ich das euch mitgeben darf heute, dass wir sehen, im Allerkleinsten dort beginnt unser Gottesdienst. Und wenn er nicht dort beginnt, dann können wir aufhören zu beten, wir können aufhören mit Fasten, wir können aufhören mit all unseren religiösen Übungen, weil es bringt überhaupt nichts. In einem Buch habe ich von Ivo diesen Satz gelesen, Gottes Gegenwart findet nur deshalb auf dieser Erde keinen Niederschlag, weil niemand die allernächsten Autoritäten als von Gott sieht und das als seinen Gottesdienst nimmt. Das ist nämlich das Problem, wie es eben heißt, wir sollten als dem Herrn, als Frauen uns unterordnen. Es ist unser Gottesdienst. Jeder will irgendwie für sich etwas Gott dienen, aber wir erkennen nicht, was er von uns möchte. Und das ist mein Anliegen, dass wir erkennen, dort beginnt es, dort ist der Gottesdienst, wo wir wieder in diesen unmittelbarsten Beziehungen, es sind ja nicht alle verheiratet, aber jeder hat irgendwo so eine unmittelbare Beziehung, wo es um Unterordnung oder um Führung geht. Das hat jeder Mensch, der eingebunden ist in die Gesellschaft. Und wenn wir dort wieder beginnen, einfach uns führen zu lassen, dort beginnen, uns zu unterordnen oder zu führen, je nachdem, was für wen aktuell ist. Aber gerade für uns Frauen ist es mir am Herzen, weil ich spüre, dass wir einfach eine Schlüsselposition haben in dieser ganzen Geschichte, wie es auch damals war bei dem Sündenfall bei Eva. Das wissen wir ja alle, sie war diejenige, die die Frucht damals genommen hat, sie nicht zu Adam gerannt war und gefragt hatte, was denkst du darüber, was meinst du, was ist denn das, was die Schlange hier zu mir sagt. Sie war selbstständig, sie hat das selber beurteilen können, sie war die Person. Wir hätten das alle auch so gemacht. Aber ich weiß, es kann nur auf diesem Weg, wenn wir das zurückbuchstabieren, kann etwas Neues beginnen, wenn wir
wieder diejenigen sind, die Nein sagen, diejenigen sind, die sich bergen unter dieser Führung des Mannes, da kann etwas Neues in Bewegung kommen. Und das ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass ihr das mitnehmen könnt. Es ist eigentlich ganz einfach, das umzusetzen. Man muss nur damit beginnen. Nur einfach beginnen und dann erlebt man, wie etwas ganz Neues ins Leben hineinkommt. Ja, mir war es auch ein Anliegen, noch dann auch für meinen Teil noch ein Lied mitzubringen. Und ich habe es auch vor dem Herrn bewegt, was möchtest du durch mich für ein Lied? Und ich hatte eigentlich nur eines auf dem Herzen, ich hatte einfach auf dem Herzen, mal ein ganz anderes Lied zu schreiben, und zwar ein Liebeslied für meinen Ehemann. Und genau aus diesem Grund, weil ich überall diese Not eigentlich sehe, es ist so eine himmelschreiende Not, wir sitzen alle oft einfach da, alles sieht wie heile Welt aus, aber wenn man über die Schwelle guckt, wie es daheim aussieht, wie es dort aussieht, wo sonst niemand sieht, ist es einfach eine Katastrophe, das weiß ich. Und gerade in diesen engsten Beziehungen scheint es einfach nicht zu funktionieren, in der Ehe, in der gegenseitigen Liebe und Achtung, in der kleinsten Zelle. Dort scheint es unmöglich zu sein, aber das möchte ich einfach bezeugen, auch mit diesem Lied. Es ist wirklich möglich, in der kleinsten Zelle eine Harmonie zu haben, eine Liebe und Achtung. Und deshalb habe ich auch für meinen Mann dieses Lied geschrieben. Ich möchte damit wie ein Zeugnis geben, ein Zeichen setzen, gerade in diese Richtung. Und es war auch die Begebenheit, Gott führt das auch immer wieder, dass solche Zufälle geschehen. Als ich gerade dabei war, dieses Lied zu schreiben, hat meine Tochter zufällig das Radio angestellt, und da war so ein Talk zwischen zwei Moderatoren, die haben so miteinander gesprochen über die Liebe und über Liebeslieder und so. Und dann hat der eine den anderen gefragt und hat gesagt, gibt es eigentlich auch ein Liebeslied, das ein Ehemann seiner Ehefrau schreibt oder singt oder umgekehrt? Und dann hat er angestrengt überlegt und hat gesagt, nein, das gibt es nicht, was sollte der auch singen? Ich liebe dich, mein 10 Jahre verheirateter Ehemann, das wäre ja völlig uninteressant. Und dann hat es mir auch wieder geklingelt, habe ich gemerkt, genau das ist es. Eben, er hat dann auch noch gesagt, ja, vielleicht gibt es das dann mal in der Zukunft, vielleicht in 2300 oder so. Und da habe ich gemerkt, das ist eben nicht so, das wird es nie geben, so ein Lied, wenn wir nicht heute anfangen damit, wenn wir nicht heute beginnen, einfach damit diese Liebe umzusetzen im allernächsten Umfeld. Und mir ist dann auch so bewusst geworden, dieser ganze Betrug dort in der ganzen Welt, wo eben, es gibt so viele Liebeslieder, tausende, Millionen in allen Sprachen, in allen Farben und in allen möglichen Worten kann man das schildern, was man für eine Liebe für den anderen empfindet, aber eben meistens dort, wo es nicht erlaubt wäre oder dort, wo es nicht dran wäre. Eben der Ehebrecher zu seiner Geliebten, der findet kaum genug Worte, das zu beschreiben, was er im Herzen hat, aber zu seiner Frau, da ist still, Funkstille. Und das denke ich, da, das ist so schade, und dort beginnt es eben, diesen Beziehungen, wenn wir dort im Allerkleinsten, im Allerverachtetsten beginnen, haben wir jede Verheißung, dass Gott wieder in unsere Welt, in diese ganze Verlorenheit wieder hineinbrechen kann. Nun möchte ich das Lied noch singen. Ich liebe dich, mein Was Gott durch dich zu mir spricht.
kann nur jedem Mann hier drin sagen, ich gönnte dir so eine Frau. Es wird zwar auch das verlästert. Es klingt gefährlich, was sie hier erzählt hat, nicht? Und da sind wir wieder beim menschlichen Ratio angelangt. Wie ich gesagt hatte, sobald ein Mensch denkt, irrt er. Du solltest das nicht menschlich überlegen. Du solltest es nach den göttlichen Grundsätzen überlegen. Das klingt zwar, ich muss es zugeben, es klingt zwar gefährlich, wenn sich ein Mensch so scheinbar bedingungslos einfach unterordnet. Das klingt so nach willenloser Auslieferung. Das gebe ich zu, wenn man das menschlich, mit menschlichem Ohr hört, kann man das so interpretieren. Du solltest aber einmal sehen, was in meinem Leben geschieht oder was in dem Leben von Männern geschieht, wenn Frauen solche Werke tun. Denkt ja nicht, ich hätte hier mein Weiblein mir erzogen, ich hätte mir hier meine Untertänin geschaffen. Denkt ja nicht, das sei von mir hergekommen, was sie hier gepredigt hat. Ich bin so ein von Natur so ein Mensch, der leicht unter die, ja, so am Rockzipfel der Mutter hängt, so irgendwie. So einer, der sich gerne in die Ecke kriecht und nicht vorsteht. Das war der Wille meiner Frau, dass wir so leben. Als ich heiratete, ich habe 3 Monate gekämpft mit Gott und gerungen, weil ich wusste, das bedeutet, du musst lernen, hinzustehen in deinem Leben. Das ist deine Frau, die das möchte, ja. Du hättest mal erleben sollen, wie das in den ersten Jahren war, als ich ständig versuchte, sie voranzustellen, ständig eigentlich so lebte, wie die Frau leben sollte. Was denkst du, Liebe, was meinst du, Schätzchen und so? Immer sollte sie alles entscheiden, alles machen. Und meine Frau hatte hier einen eisernen Willen von Gott bekommen, dass sie mir in aller Liebe immer wieder sagte, weißt du was, du bist doch das Haupt, bitte entscheide du das. Und dann spürte ich einmal meine Geistesarmut, wie ich gar nicht fähig war zu führen, wie ich gar nicht willens war zu führen. Da ging bei mir ein Prozess ab. Aber was das Stärkste war, und davon möchte ich hier zeugen, dass wir die Angst vor der Unterordnung oder Überordnung verlieren. In diesem Moment, als ich spürte, hier liefert sich ein Mensch mir aus. Weißt du, was in mir geschehen ist? Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, warum Gott auf der anderen Seite zu uns Männern sagt, liebet eure Frauen. Glaub mir, sobald du das mal erlebst, wie sich ein Mensch, so ein kostbarer Mensch, sich scheinbar bedingungslos ausliefert, dass du die Führung übernimmst, merkst du plötzlich, was für eine teure Fracht du hinten drauf hast. Und wenn du denkst, das ist unnatürlich, das darf man nicht, oder das kann gefährlich sein, ich gebe es zu, wenn du ein Mann bist, wenn du ein Teufel bist, ein Mann, der die Frau dann aussaugt, der sie für seinen Willen gebraucht, der sie missbraucht, dann macht sie den schlimmsten Fehler in ihrem Leben, ja. Wenn sie auf dich eingeht, sie wird mir nie gehorchen, wenn ich Sünde von ihr verlange. Aber weißt du, dadurch, dass sie das gemacht hat, habe ich erkennen gelernt, das ist ganz natürlich. In dem Moment, wo ich eine Frau habe, die sich mir so einfach anvertraut, habe ich gespürt, ich gehe mit ihr um wie mit einem rohen Ei. Ich liebe sie über die Maßen, ich gehe mit ihr um wie mit einem frisch geborenen Baby. Das liefert sich dir doch auch bedingungslos aus, nicht? Ist es so? Wie gehen wir um mit unseren Kindern? Ist es unnatürlich? Je hilfloser ein Geschöpf, je anvertrauter ein Geschöpf, desto liebenswerter gehst du um damit. Wir machen sogar so weit den Fehler, wie es schon gesagt wurde, dass wir die Kinder fast zu unseren Götzen erheben, dass wir sie zum Mittelpunkt aller Dinge machen und dadurch werden sie aggressiv, dadurch werden sie ungebändigt und all diese Dinge, weil sie zu viel Gutes bekommen. Glaub mir, es gibt kaum eine Frau, die so viel Gutes empfängt von ihrem Mann wie meine Frau von mir. Ich bin unablässig dabei, ihr abzuspüren, was ihr Verlangen ist, weil sie einfach sagt, übernimm du die Führung. Die Frau lieben heißt, ihre Bedürfnisse abzuspüren, dass sie nicht ständig sagen muss, ich brauche wieder mal neues Kleid, ich brauche wieder mal neue Schuhe, ich brauche wieder mal dies oder das. Meine Frau muss das nie. Weißt du, wie es bei uns ist? Dadurch, dass sie diese Stellung eingenommen hat, schaue ich beständig, was braucht sie. Ich möchte um eines nur nicht in dieser Welt, dass sie irgendwo zu kurz kommt. Ja? Also bin ich immer derjenige, der sagt, Liebling, darf ich dir irgendetwas, ein neues Kleid, neue Schuhe, du weißt, ich habe alles, ich brauche nichts. Wir müssen ständig so reden miteinander. Wir haben nie diese Ehekonflikte, die man normalerweise hat. Aber denkt auch nicht, dass sie alles einfach willenlos mitmacht. So wie ich meine Gemeinde führe, die Gemeinde, die Gläubigen, so führe ich auch meine Familie. Ich fordere immer dazu auf, wenn ich irgendetwas falsch mache, dass man es mir klipp und klar ins Gesicht sagt. Ja? Wie heute Morgen, das habe ich in Ordnung gefunden, dass eine Schwester irgendjemand aufsteht und sagt, du hast hier was Falsches gesagt. Natürlich, dann gehe ich vor Gott und korrigiere das, ist doch selbstverständlich.
Ich will immer, dass meine ganze Familie mir reflektiert, wie meine Führung auf sie wirkt. Könnt ihr leben? Habt ihr Atem? Gibt es euch Leben, was geschieht? Und ich beobachte, ob sie aufblühen oder nicht. Daran erkenne ich, ob ich getroffen habe oder nicht. Dass wir vor Gott gemeinsam aufblühen oder nicht. Das sind so die Zusammenhänge, die ich von meiner Seite betonen möchte. Es ist teuflisch, wenn ein Mann seine Frau missbraucht, sie unter den Nagel drückt, unter den Daumen drückt. Aber es ist auch teuflisch, wenn eine Frau ständig ihren Mann manipulieren muss, weil er sonst keine Führung übernimmt. Wir wünschten uns, dass wir Männer unsere Frauen wieder lieben, wie frischgeborene Kinder, und die Frauen sich wieder anvertrauen lernen, auf dass bei den Männern die Quellen Gottes wieder aufbrechen, dass der Geist Gottes wieder zu strömen beginnt in uns, die Inspiration wieder wirkt, uns zur Reife führt als Männer. Jetzt möchten wir euch wieder etwas singen. Auch die Noemi hat für uns hier ein Lied mitgebracht. Die sind übrigens alle auf der neuen CD, die ihr dann sehr gerne kostenfrei mitnehmen dürft als Liebesgabe. Die liegen da hinten. Willst du was kurz dazu sagen? Also mein Lied heißt "Mein Herz verlangt nach dir" und das sage ich zu Gott. Und mein Herzenswunsch und Gebet ist, dass ich zu ihm in seine Herrlichkeit kommen kann und dass er mich dorthin führt und dass er mir den Weg lehrt, wie ich dorthin komme. Lehre mich, Herr, deine Wege. Lasse mich erkennen, wie groß du bist. Lehre mich, Herr, deine Wege. Lasse mich erkennen, wie groß du bist. Mein Herz verlangt nach dir. Es sucht nach dir und deiner Herrlichkeit. Ich will dich preisen, mein Gott, wie ich nur kann, wie immer ich nur kann. Ich will dich preisen, mein Gott, wie ich nur kann, wie die Jugend betrifft, möchten wir auch dem widersprechen, was sehr oft von gerade auch religiösen Lehren vertreten wird, aber von Philosophen jeder Gattung. Es ist heute normal geworden, dass Kinder, man sagt, ins Trotzalter kommen und all diese Begriffe, Anni hat es schon einmal erwähnt, dass die Kinder in die Pubertät kommen und dann irgendwie abstürzen, sich vom Elternhaus losreißen und all diese Dinge. Dem möchten wir ganz klar widersprechen
und auch hier versuchen, modellhaft das Gegenteil zu beweisen, und zwar unter praktischen Beweis zu stellen. Wir sind der Auffassung, das ist unsere Erkenntnis, unsere Lehre, die wir aus der Heiligen Schrift schöpfen, es ist bei Gott nicht normal, dass Menschen überhaupt abstürzen. Jemand hat gesagt, die Pubertät, dieser Absturz und so weiter, Pubertät ist die Retourkutsche unserer Erziehung. Das ist die Wahrheit. Wenn wir den Kindern falsche Dinge erzählen, die sich nicht decken mit Gottes Schöpfungsordnungen, dann kommen die Kinder in ein Alter, wo sie selbstständig ein eigenes Sensorium bekommen von Gott, um zu spüren, wenn etwas nicht stimmt. Sie können zwar das Richtige dann noch nicht sagen, was es notwendigerweise ist, das meinen sie dann, sie hätten es besser, aber sobald man ihnen Dinge lehrt, die nicht der geistlichen Wirklichkeit, der schöpferischen Wirklichkeit entsprechen, werden sie natürlich ausscheren, sie werden ihrem Naturinstinkt folgen und werden sich abwenden. Aber das ist nicht das Normale, wir dürfen deshalb nicht eine Lehre daraus erheben. Normal ist, wenn wir ihnen die Wahrheit lehren, was identisch ist mit Gottes Schöpfungsordnungen und so weiter, dann geschieht das, was wir erleben mit unseren Kindern. Dass sie nämlich, je älter sie werden, desto mehr gehen ihnen die Augen auf für die Wahrheiten, die wir ihnen verkündigt haben. Kannst du sagen, dass deine Kinder von dir sagen, als Vater, als Mutter, dass du Vorbild bist, ihr Vorbild? Wenn sie das nicht sagen können, muss man damit rechnen, dass wir ihnen etwas gelehrt haben, was nicht der Wirklichkeit entsprach. Ich erlebe, je älter meine Kinder werden, desto mehr stehen sie hinter uns, desto mehr unterstützen sie uns, unaufgefordert. Ja? Wir sind der Meinung, wenn sie 12, 13 werden, in den Jahren von 13 bis 20, sollten sie die Erziehungsaufgaben mit übernehmen für die Jüngeren, das machen wir so, dass wir sie Erziehung lehren, dass wir sie beobachten können, wie sie es tun, damit, wenn sie selber Kinder haben, dass sie schon mal hier durch eine Schule gegangen sind. 7 Jahre, in dem Sinn haben sie Zeit, das zu lernen. Sie machen das besser als wir, das kann ich dir sagen, wenn wir sie lehren. Andererseits mit 18, wenn sie mündig werden, das ist nicht das Alter, von dem wir glauben, dass der Mensch irgendwo in die große Welt und alles weiter haben muss. Wir erkennen, dass sie mit 18 fähig sein sollten, wirkliche Führerschaft zu übernehmen, standhafte Führerschaft. Unsere ersten 6 Kinder, also bis runter zu Elias, die haben alle eigene Kinderversammlungen. Nur um zu zeigen, das ist das Normale, das ist nichts Besonderes bei Gott, das ist das Normale. Diese Kinder lehren seit Jahren Hunderte von Kindern, wie man in der Gesellschaft lebt, wie man zu Hause, in der Schule, überall ein Vorbild ist, wie man Gott gehorcht, wie man Gottes Stimme hört. Sie haben Hunderte von Kindern, die sich ständig bei ihnen unter ihrer Lehre befinden, und sie haben eigene Versammlungen und lehren sie so die Dinge, von denen wir nachher sehen, wie die Kinder sich auch zum Besten verändern. Ich bitte daher auch, ein offenes Herz den Kindern zu schenken, obwohl sie vielleicht auch gerade zu Kindern sprechen heute, aber das trifft uns Erwachsene alle ebenso. Wir können viel lernen von ihnen. Ich bitte dich, Simon, dass du jetzt das Wort übernimmst. Ja, unsere diesjährige Platte trägt ja den Titel Standhaft als Kind, Standhaft als Familie. Und ich habe mich mit diesem ganzen Thema eigentlich schon länger befasst, auch vor unserer Sommertournee. Ich habe in der Bibel nachgeforscht, ich habe nach Material gesucht, auch für dieses ganze Thema. Und ich bin danach auf Josef gestoßen. Das war ein Jugendlicher eigentlich, so zu Beginn der ganzen Geschichte. Er war 17 Jahre alt, genau dasselbe Alter wie ich. Und der wurde mit 17 Jahren von seinen Brüdern in eine Zisterne geworfen. Und dann von dort haben sie ihn dann an eine Karawane verkauft, und er kam dann nach Ägypten mit 17 Jahren. Er konnte die Sprache des neuen Landes nicht, er kannte die ganze Kultur nicht. Er hatte sein ganzes Zuhause verloren, er hat alles verloren und kam in ein neues Land und wurde dort als Sklave dann auf einem Sklavenmarkt angepriesen. Und dann aber war das so interessant, um weiterzulesen, wie es nachher weiterging mit ihm. Der war da auf seinem Sklavenmarkt, wurde dann von Potiphar abgeholt, das war ziemlich ein hoher Adeliger da in Ägypten. Und dann hat er ihn in seinen Dienst gestellt, und dann heißt es von ihm, dass Josef alles, was er angefasst hat, alles, was er getan hat, ist aufgeblüht. Alles, was er getan hat, hatte Gelingen darauf, alles hat funktioniert. Überall, wo er am Werk war, hat alles funktioniert.
Und Gott hat ihn gesegnet, Gott hat ihn zum höchsten Mann im Hause des Potiphars werden lassen. Und dann wurde er verraten und in ein Gefängnis geworfen. Und zum Schluss war er der zweitmächtigste Mann in ganz Ägypten. Und das, also dieser Mensch hat mich so tief beeindruckt, ja, wie tief er eigentlich lag, wie ein Sklave, eine niedrigere Schicht gab es damals wohl nicht. Und wie er da hoch wanderte, ja, in die höchsten Grade zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Und ich habe mir das tief ins Herz verinnerlicht und habe mir gesagt, so möchte ich auch werden. Ich möchte sein wie Josef. Ich möchte herausfinden, was war sein Geheimnis. Und dann, ich habe zu Gott gebetet und habe gesagt, bitte hilf mir so zu werden wie Josef. Und ja, wenn man dann so am Schreibtisch sitzt und diese Geschichte liest, dann leuchtet das alles ziemlich gut ein. Das Ganze kann man gut nachvollziehen. Aber nachher habe ich dann doch erleben müssen, dass im praktischen Alltag das dann ein bisschen anders aussieht, auch auf meine Situation angewandt. Überhaupt dieses ganze Phänomen Theorie und Praxis hat mich sehr beschäftigt in letzter Zeit. Ich habe verschiedene Erlebnisse gemacht, sei das ja, in sichtbaren Dingen, aber auch in geistlichen Dingen. Zum Beispiel sichtbar war so eine Begebenheit, da kam eines Tages ein Bauer zu uns, in unsere Hofstadt, das ist so ein Landsitz mit viel Garten und so, und dann ist er mit dem Traktor, mit einem großen Traktor gekommen, hat ihn auf unseren Platz hingestellt, und ich habe von der Theorie her gewusst, wie man Auto fährt, also wie man Traktor fährt, das sollte sich etwa decken, und habe mich da mal in dieses Vehikel reingetraut und habe dann da ein bisschen rumgemacht und so. Das hat mich schon ziemlich gereizt, oder, mal da mit ein bisschen zu fahren. Und dann habe ich den Zündschlüssel gedreht, mal die Kupplung durchgedrückt und nachher Kupplung losgelassen. Ich habe irgendwie einen Gang da reingemacht, auf jeden Fall war es dann der Rückwärtsgang. Ich bin dann rückwärts in unsere Hofstadt reingefahren und dann die ganzen Schindeln habe ich runtergeraspelt und so weiter. Und ich da in meiner Panik in diesem Traktor drin und auf die Bremse gedrückt und nichts hat was gebracht. Die Reifen haben durchgedreht und so. Und dann irgendwann kam der Bauer und dann hat das Ding wieder abgestellt. Und dann habe ich dann spätestens da habe ich gemerkt, dass ich noch nicht ganz Auto fahren kann, dass das bloß eine Theorie war, oder? Und dann auch in geistlichen Dingen habe ich das erlebt, auch wie Papa das schon gesagt hat, haben wir eigene Kinderversammlungen mit Jugendlichen, das können dann manchmal ganz schön viele sein. Und es war dann ein Wochenende, da hatten wir etwa ja, 150 Kinder insgesamt in unserer Hofstadt. Ich hatte meine Teenie-Gruppe mit 40 Jugendlichen und so. Und wir haben das Thema bearbeitet, wie es funktioniert, dass wenn wir auf Gott aufschauen, dass wir uns in sein Bild verwandeln. Das hat mich total fasziniert. Es heißt in der Bibel, wenn wir hinaufschauen in sein Angesicht, werden wir verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das hat mich wirklich, wirklich gepackt und ich habe das mit den Jugendlichen so bearbeitet und richtig tiefgehend so durchgenommen. Und das war dann bis da einfach mal eine Theorie, oder? Aber sie hat mich fasziniert. Und ich habe dann aber auch da feststellen müssen, dass es im praktischen Alltag doch ein bisschen anders aussieht. Nämlich, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man sich gar nicht so danach fühlt, auf Gott aufzuschauen und zu erleben, ob er ein realer Gott ist oder nicht. Und das war auch einmal so, da war es dann halt gerade Montag in der Früh, es hat geregnet, es war neblig. Und dann hat mein Wecker geklingelt, da hat mich so der ganze Frust übermannt. Ich saß dann so auf meiner Bettkante und es hat mich schon morgen früh irgendwie angeguckt, dass ich da überhaupt zur Arbeit fahren muss. Und dann bin ich dann halt zur Arbeit gefahren, oder? Und dann gibt es manchmal auch Arbeiten, wo ich als Schreiner, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr eben gerade ins dritte gekommen, wo die Spaß machen, da kann man irgendwann Möbel bauen nach Plan in der warmen Werkstatt, dem war aber nicht so an diesem besagten Montagmorgen, dann muss ich auf eine Baustelle fahren und dort ein Umbau wurde da eingeleitet, da musste man die ganzen Decken runterreißen, so Holztäfer, so Holz,
ja, Täfer, ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Und dann haben wir das runterreißen müssen. Obendrin hat es dann noch so Glaswolle, die bissige Ware und so. Und dann hat das tüchtig gejuckt. Und irgendwie hat mich das alles ziemlich angegriffen, oder? Ich war eh irgendwie fertig. Und dann, irgendwann, dann musste ich zu allem hin dann noch die ganzen Bretter zersägen und dann auf einen Container werfen und so. Und irgendwann wurde es mir zu viel und ich stand dann mit meinen Brettern unter dem Arm da, so wie ein begossener Pudel, und habe mich dann so gefragt, Mensch, was machst du hier eigentlich? Was soll das? Ich habe dann, ich habe mir so vorgestellt, wenn ich jetzt im warmen Büro sitzen könnte, oder an einem Computer, in einer Bank und so, das hat sich dann alles so farbig angepriesen und ich habe mir dann gedacht, ja, hey, warum hast du diesen Lehrvertrag überhaupt unterschrieben? Du hättest doch das Zeug gehabt, um eine Banklehre zu machen und so weiter. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, es kommt gar nicht darauf an. Ich habe genau den richtigen Job, aber ich habe es doch nicht so richtig fassen können. Ich stand dann halt immer noch da, immer noch in derselben Demotivation und habe mich dann zurückerinnert an das Wochenende. Das hat mir dann gerade den nächsten Stich gegeben, da war es schön sonnig. Da waren wir mit unseren 150 Kindern auf dem Sportplatz und dann hatten wir sonntags eine wunderbare Zeit gemeinsam als Familie, haben ja über die Dinge gesprochen, die Gott gewirkt hat. Und dann fand ich mich halt wieder im Jetzt und stand da montags mit meinen Brettern unter dem Arm. Und dann habe ich plötzlich erfahren können, was es heißt, im praktischen Alltag auf Gott aufzuschauen, nämlich das zu tun, was ich vorhin gesagt hatte in der Kinderstunde, von was wir gesprochen hatten, nämlich in jeder Situation, egal was es auch sei, den Blick auf Gott aufzurichten, nicht auf die Umstände, auf Gott zu schauen und zu erleben, wie seine Motivation, wie seine Kraft mich durchfließt und wie er mich ganz übernimmt, wie nicht ich eine Religion tragen muss, sondern wie das Reich Gottes mich zu tragen beginnt. Und dann habe ich das in diesem Moment getan. Ich hab gesagt, gut Gott, schau, du siehst jetzt, wie ich total den Frust habe, aber jetzt möchte ich erleben, ob du real bist, ob das, was ich gesagt habe und in der Theorie zwar gewusst habe, auch wirklich funktioniert. Und ich habe zu ihm aufgeschaut, habe gesagt, so, und jetzt will ich dich erleben, jetzt schaue ich zu dir auf. Und in einem Moment hat es funktioniert. Ich habe eine 180-Grad-Wende erleben dürfen. Plötzlich habe ich meinen ganzen Job völlig anders gesehen. Ich habe gesehen, dass das genau dieser Beruf ist, der für mich genau der Schleifplatz ist, dass Gott mich so schleifen kann, dass ich genau das Format habe oder diese Form, wie er mich nachher gebrauchen kann. Und plötzlich habe ich mit Motivation meine Arbeit machen können. Ich habe darauf gehört, was möchte mein Chef von mir und so weiter. Und so habe ich erlebt, wie das absolut funktioniert in der Praxis, was ich in der Theorie gesagt habe. Und das liegt mir eigentlich auf dem Herzen. Und ich denke, so muss es Josef auch gegangen sein. Weil der stand da wirklich in Ägypten nur noch irgendwie 100-mal miesere Umstände wie ich, oder? Der hatte dann keine Znüni-Pause in Aussicht, wo man irgendwie zwei Kaffees trinken konnte, um sich irgendwie wieder aufzumöbeln, sondern der war einfach in seiner Arbeit. Der hatte dann nicht irgendwie die Insel des Wochenendes irgendwie in Aussicht, ja, am Wochenende dann wieder, sondern da wurde permanent gearbeitet. Und er musste sich in Gott festigen, er musste die Quelle in Gott drin haben, sonst hätte er es gar nicht geschafft. Und so habe ich gemerkt, aha, wenn ich so lebe, dann bin ich auf den Spuren Josefs. Und ich denke, das ist auch für uns alle ein total wichtiger Punkt, dass wir lernen, im praktischen Alltag Gott zu erfahren. Und nicht an einer sonnigen Konferenz oder dann, wenn alles so einfach und so locker erscheint. Und von dem spricht eigentlich auch mein Lied, das ich geschrieben habe dieses Jahr, nämlich eben von dieser ganzen Realität, von der ich jetzt gesprochen habe, dass wenn ich aufschaue zu Gott, dass sich mein Leben ändert und so. Einfach, es spricht total aus der Praxis, weil ich, ja, wenn ich singe, ich sehe oft nur Wolken und Nebel prägt mein Bild, dann meint das genau diese Erlebnisse, die ich machen durfte und erlebt habe, wie Gott eben wirklich ist. Und das möchte ich jetzt gerne singen.
schau ich auf zu dir, mein Gott. Hier nur kann ich sagen, ich liebe dich. Du bist die Sonne, bist Licht und mein Leben. Du bist alles, was ich will. Du bist alles, was ich will. Hart ist das Leben, ich arbeite und mühe mich ab. Ich seh auch nur Wolken und Nebel prägt mein Bild. Dann schau ich auf zu dir, mein Gott. Hier nur kann ich sagen, ich liebe dich. Du bist die Sonne, bist Licht und mein Leben. Du bist alles, was ich bin. Du bist alles, was ich bin. Nichts gibt mir Leben, beglückt mich wie du allein. Dir will ich gehören, hören will ich nur auf dich. Dann schau ich auf zu dir, mein Gott. Dir nur kann ich sagen, ich liebe dich. Du bist die Sonne, bist Licht und mein Leben. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Andere will mich verzehren für dein Volk. Nichts sei mir größer, nicht alles sei mir schöner. Dich allein sehen wir, oh Gott. Hier nur wollen wir sagen, ich liebe dich. Du bist die Sonne, bist Licht und das Leben. Also für diese Sommereinsätze und diese Tournee war mir vor allem eine Bibelstelle sehr auf dem Herzen, die mich einfach sehr bewegt hat. Ich habe an einem Morgen mal in Matthäus 24, 40 und 41 gelesen. Da steht, dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Diesen Vers habe ich schon früher eigentlich oft gelesen und ich habe mir eigentlich nicht so viel überlegt. Ich habe immer gedacht, okay, eine war vielleicht lieb, die andere war nicht lieb. Einfach, ich habe das so wie in einem Verhältnis gesehen. Gott nimmt wahrscheinlich jede zweite, so ungefähr. Ich habe da nie so viel überlegt. Aber jetzt, also auf die Vorbereitung, auf diese Einsätze, ist mir eigentlich etwas ganz Wichtiges klar geworden. Nämlich, ich habe mich gefragt, warum spricht er vom Feld? Warum vom Mühlstein? Zum Beispiel, also warum ist es eigentlich ein grauer Alter, Mühlstein malen oder im Feld Gaben schneiden? Warum denn das? Warum nicht irgendwie im Gottesdienst oder so? Warum genau diese beiden Sachen? Und da habe ich gemerkt, Gott schaut, wie ich die Arbeit mache, zum Beispiel die Frauen, wie sie malen. Vielleicht macht eine die Arbeit nur, weil sie gemacht sein muss, vielleicht einfach, weil sie gemacht sein muss. Und eine macht sie von Herzen für Gott, einfach treu, oder? Da habe ich gespürt, Gott schaut immer aufs Herz und das beurteilt er. Das habe ich auch letztens gemerkt. Wir haben vorletzte Woche, glaube ich, war das, haben wir unser Haus eine Fassade renoviert, also, und da haben wir Schindeln abgekratzt, weil wir wollten die Fassade neu streichen. Und das war nicht so eine lustige Arbeit, da musste man immer so alles abkratzen. So. Hat nicht so Spaß gemacht. Am Anfang habe ich da gedacht, oh, jetzt wäre ich lieber irgendwo anders, würde ich ja irgendwie
mein Mofa reparieren oder so. Aber dann ist mir wieder dieser Vers in den Sinn gekommen. Da habe ich wieder daran gedacht, entweder mache ich es jetzt von Herzen für Gott, oder dann mache ich es so, als es gemacht sein muss und gehe dann so schnell wie möglich wieder weg. Und nachher, jedes Mal, wenn ich da mein Herz reinlege und es für Gott mache, habe ich gemerkt, da kommt so eine Freude über mich, dann habe ich so Freude, diese Arbeit zu machen. Egal was für eine Arbeit, zum Beispiel einmal mussten wir im Garten Unkraut jätten. Also das wisst ihr sicher, das ist so mit der Hacke rein und so das Gras und so rausholen. Da kann man schnell denken, ja, blöde Arbeit und irgendwie. Aber Gott schaut genau auf das, ich habe das jetzt mal übersetzt, zum Beispiel so. Dann werden zwei am Schindeln abkratzen sein, einer wird genommen, einer gelassen. Oder zwei werden am Jetten sein, einer wird genommen, einer gelassen. Ich habe das so gesehen, Gott schaut auf diese Dinge. Er schaut nicht, ob wir in der Versammlung vielleicht Gott preisen. Er schaut nicht, ob wir das machen. Er schaut auf Tieferes, er schaut auf unser Herz, er schaut, wie wir die Arbeit machen. Er schaut auf das. Ich habe einfach gesehen, ich habe jetzt hier ein Beispiel. Also in der Schweiz muss ich, um auf der Straße mit meinem Mofa zu fahren, muss ich es vorführen, muss ich es zeigen, kriege einen Stempel dafür, wenn es gut ist. Aber ich darf noch nicht auf der Straße rumfahren, oder? Dann habe ich ging da mit meinem Mofa runter und habe meinem Mofa gezeigt, habe den Stempel gekriegt und dann ging ich hoch, also wieder nach Hause. Und da in diesem Moment kam dann die Polizei, holte mich raus und fragte mich, wo ist deine Vignette? Ich konnte ihnen dann schon sagen, ja, ich habe den Stempel, ich wollte jetzt gleich die Vignette holen. Das konnte ich ihnen schon sagen, habe ich ihnen schon probiert zu sagen, aber das hat nicht geklappt. Sie haben gesagt, du hast keine Vignette, Buße 120 Franken. Oh, war viel. Ich bin da gleich erschrocken, habe da gedacht, nein, blöd jetzt, oder? Habe noch ein wenig gewartet. Nachher kam nochmals ein Polizist zu mir und dann hat er mit mir gesprochen und nachher habe ich einfach ein wenig gejammert und musste sie dann nicht bezahlen. Also Glück gehabt, oder? Aber ich habe gesehen, bei Gott ist es nicht so. Ich kann nicht irgendwie jammern. Ja, ich kann da nicht. Gott ist kompromisslos. Ich hab einfach diese Realität gesehen. Wie die Polizei auf die Vignette schaut, so schaut Gott, ob wir treu sind. Er schaut nicht, ob wir in der Versammlung ihn preisen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich bei meinem Mofa einen Stempel habe. Ich kann schon sagen, ja, ich habe dich ja gepriesen. Ich kann Gott nur in dem preisen, indem ich das mache, was er tut. Ich kann ihn nur in dem verherrlichen, indem ich das mache, was er will von mir, indem ich treu bin und die Arbeit für ihn mache. Und dann habe ich auch weiter unten noch gelesen, wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Ich kann nicht wissen, wann Gott kommt, wenn ich vielleicht dort murrend meine Schindeln abkratze und er kommt. Was will ich vorweisen? Will ich sagen, na, ich habe dich gepriesen in der Versammlung, ich habe so vielen Kindern von dir erzählt. Das nützt alles nichts, wenn ich nicht dort das Gewicht lege und dort den Finger drauf lege, wo er kommt. Das kann man auch gleich wieder so übersetzen mit der Polizei, habe ich auch wieder gemacht hier. Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde zu welcher Stunde die Polizei kommt in diesem Moment, oder? Blödes Beispiel, aber es ist so. Ich konnte nicht wissen, dass sie genau da kommt, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Meter nach Hause fahre, oder? Ich konnte es nicht wissen. Ich habe einfach gesehen, was die Absicht vom Teufel eigentlich ist. Er will uns ablenken, dass wir irgendwie in der Versammlung Gott irgendwie hochpreisen. Er will uns mit solchen Dingen ablenken. Ich habe nichts dagegen, echt nicht, wenn wir Gott preisen, überhaupt nicht, ich bin dafür. Aber wenn wir nicht am richtigen Punkt arbeiten, zum Beispiel, es ist eigentlich so vielen Menschen verächtlich, die Treue im Kleinen, die Treue zum Beispiel, treu die Schindeln abkratzen mit Freude oder einfach die Treue im Kleinen, zum Beispiel nicht die Kleider von meinem Bruder nehmen, ein Beispiel, oder wie ich mit meiner Mutter umgehe. Diese Sachen, die sind irgendwie verächtlich für uns, aber nur deshalb, weil der Teufel es nicht will, dass wir das machen. Er ist es eigentlich, der da immer dazwischen kommt. Aber wenn, ich habe einfach gespürt, das will ich nicht, ich will so sein wie Daniel. Der war total treu, im Kleinen treu, der auch er wurde ja da abgeschleppt. Und er war so, wie Simon es schon gesagt hat, wie Josef. Der hat seine Arbeit einfach treu gemacht von Herzen und für Gott. Sogar dort,
als sie vielleicht, sie hatten sicher Hunger von dieser langen Reise und der König wollte ihnen Schweinefleisch und Wein geben. Er hat gesagt, nein, er war treu. Oder dort, wo die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel suchten. Da steht, da suchen die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Er war treu. Er hat nicht vielleicht irgendwo mit ein paar Juden Gott gepriesen. Okay, das hat er vielleicht auch getan, aber wenn er nur das gemacht hätte und das andere nicht, dann hätten die Satrapen einen Anklagegrund gefunden. Aber weil er das Gewicht auf den richtigen Punkt legte, deshalb konnten sie ihn nicht so erwischen. Ich habe da einfach auch gemerkt, wie es mir auch zum Teil noch schwerfällt zu Hause, einfach in den kleinen Dingen immer treu zu sein, aber es ist echt eine Kraft drauf, das kann ich nur bezeugen. Auch wenn der Teufel noch so tobt und es nicht will, das spüre ich auch letzte Woche, habe ich das wieder sehr gespürt. Immer wenn die Mutti mir eine Anweisung gegeben hat, hat sich in mir alles gesträubt. Einfach, das ist so von Natur aus, aber ich habe gemerkt, wenn ich dann auf sie eingehe, dann kommt so ein Friede auf unsere Familie, dann haben wir so schön zusammen. Und ja, und der Friede Gottes lagert sich auf uns. Da mache ich das lieber, oder? Was ist denn das eigentlich? Es ist nur wirklich klein, obwohl es eigentlich wirklich Gewicht hat bei Gott. Ja, und so wie es, also ich will auch nicht nur vorne, wenn meine Mutter mir eine Anweisung gibt, wie ich da ist, sondern auch sonst, überall wo ich bin. Zum Beispiel, ich habe hier auch noch ein Beispiel mit meinen Kleidern. Ich habe schon lange gewusst, dass ich meine Kleider am Abend schön hinlege. Etwas ganz Kleines eigentlich. Aber letztens war das so, ich habe meine Kleider ausgezogen, hingeschmissen, ins Bett gelegt. So nach ein paar Minuten ist mir in den Sinn gekommen, oh, das kannst du jetzt nicht machen. Die einfach so auf dem Boden liegen. Habe ich ein Tuch genommen, rübergelegt, weitergeschlafen. Oder total untreu eigentlich, oder? Und meine Mutter kam dann rein, ein paar Minuten später, ich weiß auch nicht aus welchem Grund. Auf jeden Fall hat sie diese Decke da aufgenommen und hat das gesehen, oder? Und hat mich dann aus dem Bett geholt und hat mir dann gesagt, ich soll mal aufschreiben, wie lange ich das eigentlich schon weiß, dass die Kleider schön, dass man die schön zusammenlegt. Und das waren 14 Jahre lang, wusste ich das schon. Das sind 5110 Tage. 122.640 Stunden, 73.358.400 Minuten und 441.504.000 Sekunden. Ja, ist eigentlich nicht so schön, aber nur, dass ich das auch weiß, ich habe das immer wie verdrängt, das Kleines irgendwie gesagt, und ich wollte lieber irgendwie von Gott erzählen oder ich irgendwas anderes machen, nur nicht diese kleinen Dinge, die bei Gott Gewicht haben. Ja, und da bin ich jetzt einfach dran und hier will ich einfach jetzt endgültig Schluss machen mit dieser Verachtung gegen das Kleine. Ja, gut. Gut, dann würde ich jetzt noch gerne mein Lied singen. Ich habe einfach gespürt, dass nur in Gott allein das einzige und wirkliche Leben ist, dass ich mein Leben nicht, wie es Simon schon gesagt hat, aus irgendeinen anderen Dingen ziehen kann, sondern nur aus Gott. Ja, und das ist mein Anliegen. Lass mich nicht los. Bleib mir nicht fern, denn ich brauch dich, ich brauch dich, ich brauche dich, Herr. Lass mich nicht los, bleib mir nicht fern, denn ich lieb dich, ich lieb dich, ich liebe dich, Herr. In mir nur allein ist das wirkliche Leben, nur in dir allein ist die richtige Kraft. Darum zieh mich hin zu dir, ich will nur noch weg, völlig weg von mir. Denn von ganzem Herzen lieb ich dich, mein Gott. Lass mich nicht los, bleib mir nicht.
Freude du hast mit mir. Ich will nur noch alles, nur noch gern mit dir. Hilf mir, Herr, zu sehen, was du wirklich willst. Ich will dir allein nur noch dienen, Herr. Denn von ganzem Herzen lieb ich dich, mein Gott. Mein Leben kein Sinn. Du nur noch bist mir der wahre Gewinn. Ich will nur noch weg, völlig weg von mir. Und will nun ganz, ganz allein zu dir. Denk von ganzem Herzen lieb ich dich, mein Gott. Lass mich nicht los, bleib mir nicht fern. Denn ich brauch dich, ich brauch dich, ich brauche dich, Herr. Lass mich nicht los, bleib mir nicht fern, denn ich lieb dich, ich lieb dich, ich liebe dich, Herr. Ich möchte das Lied unseres Elias hören. Willst du noch ein Wort dazu sagen? Also bei meinem Lied geht es darum, dass ich auf die leise Stimme hören kann und nicht auf die laute, die lockende, die sagt zum Beispiel, gehorche seiner Mutter nicht oder so. Und die leise, die sagt, gehorche jetzt gleich aufs erste Mal, dass ich auf diese hören kann. Sein eigenes Lied samt Melodie, ja. Okay. Herr, ich spüre immer neu, wenn ich deine Wege gehe, mangelt mir nichts. Doch gehe ich auf dem falschen Weg, spür ich, wie der Friede weicht und Friede kommt. Danke, dass du mir hilfst, nicht auf die lockende Stimme zu hören, sondern nur falschen Weg, spür ich, wie der Friede weicht und Friede kommt.
Wir sollten lernen, wie Paulus es sagt, dass das Reich Gottes nicht in Worten besteht, sondern in Kraft und in Heiligem Geist. Diese Kinder haben bereits gelernt, im Alltag, im kleinen praktischen Alltag, kraftorientiert zu leben, anhand des Stromes des Friedens ihr Leben auszurichten. Nicht nur nach Buchstaben der Theologie, sondern nach Kraft des Geistes und der Gegenwart Gottes. Joshua, möchtest du etwas zu deinem Lied noch sagen? Wie heißt es? Ich will Jesus, ich will näher zu dir kommen. Ich will näher zu dir kommen. Kann man das? Ja. Ja. Auch das wissen viele nicht, dass man wirklich näher zu Gott kommen kann. Es gibt Menschen, die sind zufrieden, wenn sie sagen können, ich habe mich bekehrt. Ich habe mal meine Sünden bekannt. Es ist jetzt in Ordnung. Wir erleben, kraftorientiertes Leben meint auch näher zu ihm kommen. Und er strebt immer wieder, noch näher zu kommen, wie Paulus gesagt hat, noch mehr und mehr vereinigt werden mit ihm. Das ist das Ziel. Herr Jesus, ich will näher zu dir kommen. Ich glaube, wenn das jetzt kommt, was jetzt kommt, ist für mich immer wieder so wie ein kleines Finale auch. Denn wir werden jetzt einen Beitrag von Lois hören. Sie ist jetzt 14, stimmt, gell? Ja, ja, weißt du, mit 10 Kindern musst du das üben, dass du immer mitkommst. Ich jedenfalls werde immer hellwach, wenn ich sie höre. Am Sonntag, wenn wir unseren Familientag haben, verbringen wir in der Regel die erste Hälfte des Tages in einer Familienversammlung. Da sitzen wir zusammen und jedes erzählt aus den 5 oder manchmal 6 verschiedenen Versammlungen, erzählt jedes dem anderen, was Gott gewirkt hat am Tag zuvor. Und dann will ich natürlich auch wissen von meinen Kindern, was habt ihr gelehrt, welche geistliche Substanz gebt ihr weiter. Ich schreibe ihnen nie etwas vor, was sie lehren sollen, aber ich möchte doch als Vater die Verantwortung wahrnehmen, auch das theologische
im Auge zu behalten, wie sie sich geistlich entwickeln, was sie lehren. Und ich kann euch sagen, was ich da jeweils zu hören bekomme, was die aus eigenen Lektionen ihren Kindern lehren. Ich sitze manchmal da mit weichen Knien und denke, ach Gott, können das mal alle Prediger und alle Pfarrer auf der ganzen Welt hören, was ich jetzt hören darf hier in unseren vier Wänden drin. Als dann Lois eines Tages kam mit einem Vortrag, den sie gehalten hat an den Kindern, dann dachte ich in meinem Herzen, ach Gott, wenn sie das lehren könnte, wenn sie das weitergeben könnte, während den Sommer einsetzen. Ich wollte sie aber nicht beeinflussen, weil das darf man nicht. Das ist immer die Sache des Geistes des Herrn. Es war so mein Herzenswunsch und ich konnte mich nicht genug freuen, als ich dann entdeckte, dass sie diese Botschaft auf dem Herzen hatte, in dieser Sommertournee die zu predigen. Vielleicht kommst du mal, Lois. Lois ist eine ausgesprochene Praktikerin in ihrem Denken. Sie überrascht immer wieder, indem sie biblische geistliche Dinge, Geschichten aus dem Alten, Neuen Testament und so weiter, ganz real in die Praxis hineinbringt, in unseren Alltag. Dinge, die man von den wenigsten Kanzeln überhaupt jemals hört, die aus diesem Mädchen hervorfließen. Natürlich wird auch sie angegriffen oder wir zusammen, ich, weil ich sie predigen lasse, sie, weil sie predigt, dann kommen wieder Menschen und sagen, das ist doch eine Frau und eine Frau darf nicht predigen, so steht doch in der Bibel, ja. Nun, sie ist noch ein Mädchen und ich sage dir, wenn die Dinge, die sie sagt, wenn wir das von ihr lernen, dann lernen wir geistliche Ordnung und Gesetzmäßigkeit. Denn wenn wir jetzt lauschen, was dieses Mädchen sagt, dann hören wir geistliche Praxis pur, pur, wirklich. Sie erzählt hier etwas, wie wir es ausleben als Familie Tag für Tag. Sie redet aus einer Schule und wenn du hier sitzt jetzt und nichts verstehst, nur Bahnhof verstehst, denk nicht, dass sie was Falsches gesagt hat. Dann prüfe dich selber und erkenne, dass du von geistlichem Wandel noch nichts verstehst. Das ist der einzige Grund. Das, was sie sagt, ich sage das als Bibellehrer, ich qualifiziere sie als hochkarätig geistliche Realität, was sie hier vermittelt, Altes Testament, heute in der Praxis gelebt. Herr, segne dich und gebe dir das Aussprechen. Oh. Ja. Ja, wie ihr sicher schon wisst, haben wir so das Thema, über standhaft oder nicht standhaft zu reden. Und mich hat es so bewegt, wir haben eben, wie es der Simon heute schon mal erwähnt hat, früher jeden Sonntag haben wir Geschichte gehört aus den Büchlein, so Comicbüchlein. Und da hat man sich immer so Gedanken gemacht über die verschiedenen Leute der Bibel. Waren die jetzt standhaft oder waren die jetzt nicht standhaft? Das habe ich mir jetzt gerade in Bezug auf diese Sommertournee gefragt. Und da kamen mir so verschiedene Leute der Bibel in den Sinn, die eben nicht standhaft oder eben standhaft waren. Und dann kam mir zum Beispiel der Simson in den Sinn. Für mich war das immer so ein Prachtkerl, ich weiß auch nicht, so stark und allgemein und überhaupt so einfach total faszinierend. Und am Schluss irgendwie, früher wollte ich das nie fertig hören, weil es eben kein schönes Ende hatte. Am Schluss heißt es dann, dass eine Flüsterin, eine Freundin von ihm, hat ihn gefragt, was ist dein Geheimnis, dass du so stark bist? Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele es zum Sterben leid. Und er vertraute ihr sein ganzes Herz an und sagte zu ihr, nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Nazirer Gottes bin ich von Mutterleib an. Da habe ich gesehen, oh nein, jetzt sagt er sein Geheimnis seiner Freundin, das ist ja blöd. Da verrät sie ihn eben, da heißt es, wie sie dann den Philistern sagt, das ist sein Geheimnis, und dann kommen sie doch tatsächlich und schneiden ihm seine Haare ab. Und die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus, und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln, und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Dachte ich, nein, das war für mich so schlimm, jetzt hat er so gut angefangen, und dann auf einmal ist alles im Eimer. Und dann habe ich mich gefragt, was ist jetzt hier praktisch für mich? Warum war es hier nicht standhaft? Muss ich mir jetzt merken, dass ich ja nie ein Geheimnis mal jemandem weitererzähle, dass ich ja nicht unstandhaft bin? Ist das das, dass ich einfach, ich habe zwar kein Geheimnis, wenn man meine Haare abschneidet, bin ich immer noch gleich schwach. Aber
Woran liegt es, dass er auf einmal nicht mehr standhaft ist? Und dann habe ich auf einmal etwas gefunden. Wie seine Eltern ihm, als er noch ein Junge war, denke ich, also ein Jüngling, wie seine Eltern ihn vor etwas warnen. Sagen, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Er wollte eine Philisterin heiraten und seine Eltern sagen, oh nein, mach das doch nicht. Wir sind Israeliten und sie fanden es einfach nicht gut. Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die richtige. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass er vom Herrn war und so weiter. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Da beginnt es. Wenn die Eltern mir was sagen, eben wenn ich noch klein bin, nicht wenn ich groß bin, irgendwelche Formen auswendig lernen, sondern da habe ich gemerkt, da ist die Praxis. Da beginnt es, dass ich auch später standhaft bin in den großen Dingen. Sonst kommen die großen Dinge gar nicht, wenn ich da nicht standhaft sein kann. Und dieses Prinzip habe ich bei allen auf einmal gesehen. Zum Beispiel bei Jesus. Im Großen war er standhaft. Ihr kennt sicher diese Geschichte, wie er da versucht wird vom Teufel und dann nicht vor ihm niederkniet. Könnte ich auch wieder sagen, ja, wenn dann irgendwann mal der Teufel leibhaftig vor mir steht, dann knie ich dann auch nicht nieder, oder? So eine schöne Theorie. Aber es beginnt eben wieder, wie bei Simson, wieder als er klein war. Dort ist das Geheimnis. Da habe ich das letzte Jahr darüber geredet, wie er da dann im großen Standhaft sein konnte. Ein weiteres Beispiel, eben der Josef, mein Bruder hat es schon ausgelegt, es kommt auch nicht von ungefähr, dass er im großen Standhaft ist, dass er diesem Mädchen, das ihn verführen wollte, einfach davon ging eigentlich. Da war er im großen Standhaft. Und da hat es auch im Kleinen, als er 17 war, begonnen, dass er dort standhaft war, als er verkauft wurde. Das habe ich dann überall gesehen. Es hat mir so Freude gemacht, dass es überall eigentlich einen Punkt gibt, wo ich die Standhaftigkeit jetzt üben kann und nicht warten muss, bis irgendetwas Großes geschieht und ich mich dann standhaft erweisen kann oder so. Ein weiteres Beispiel, da ist mir der Jona eingefallen. Eben total unstandhaft für mich, also der war für mich nie so eine Frage, das war für mich kein richtiger Gottesmann. Da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Dann habe ich mir das so vorgestellt, der Jona da irgendwo, und auf einmal eine laute Stimme aus dem Himmel, geh nach Ninive, in die große Stadt. So eine Anweisung aus dem Himmel, das heißt eine klipp und klare Anweisung. Dachte ich, wie kann man jetzt da Nein sagen oder wie kann man da entfliehen? Dann steht, aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Dachte ich, hey, der ist auch falsch aufgewickelt. Wenn das irgendeinem von uns passieren würde, dass da eine Stimme aus dem Himmel kommt, das würde doch niemand machen, oder? Und eben, dann habe ich den Jona mit den anderen Gottesmännern so ein bisschen verglichen. Wie schneidet der so ab? Und ich habe immer so ein bisschen verächtlich auf ihn runtergeschaut. Der schneidet da schon nicht so gut ab. Und dann habe ich ihn auch mit mir verglichen. Wie sehe ich neben ihm aus? Und dann habe ich auch gefunden, doch, also ich wäre sicher standhafter als er. Und eben, wenn das mir passieren würde, dann das würde ich sicher nicht so machen. Aber doch irgendwie jetzt zu warten, bis eine Stimme aus dem Himmel kommt und ich mich dann groß standhaft erweisen kann. Irgendwie hat es mir nicht so, das war es irgendwie nicht so, jetzt zu warten, bis ich mich in diesem großen standhaft erweisen kann. Und dann habe ich irgendwie nochmals gesucht, gibt es auch in dieser Geschichte einen Punkt, den ich in meinem Leben jetzt und heute umsetzen kann. Und dann habe ich eben, da habe ich dann etwas gefunden, was genau wieder in meiner Situation praktisch ist. Dann habe ich da mal andere Worte eingesetzt in dieser Geschichte. Und das Wort der Mama geschah zu Lois, der Tochter des Ivo. Mache dich auf, geh in die Wäsche, dem großen Raum, und hänge die Wäsche auf, denn ihre Menge ist vor mir aufgestiegen. Und da
es ist noch genauso eine klipp und klare Anweisung wie bei der lauten Stimme, aber ganz anders. Da ist eine ganz andere Umstände. Auf einmal ist es nicht mehr Gott, sondern die Mutter. Und dann sieht es schon ganz anders aus. Aber Lois machte sich auf, um ins Zimmer zu fliehen, weg vom Angesicht der Mutter. Und da beim Jona heißt es dann, er flieht nach Tarsis, weg vom Angesicht des Herrn, denkt man, man kann ihm doch nicht entfliehen, der ist doch überall, um die ganze Erde, oder? Habe ich mir immer so vorgestellt, der ist irgendwie eben nicht so gut. Aber der Mutter entfliehen ist noch viel einfacher. Und da habe ich gemerkt, genau hier ist es, da beginnt. Und sie ging zum Schreibtisch, fand ein Buch, das beschrieben war, gab den Preis dafür und las es, um sich mit ihm abzulenken, weg von der Anweisung der Mutter. Da warf der Herr eine gewaltige Unruhe auf die Wohnung und es entstand ein großes Durcheinander unter den Geschwistern, so dass die Atmosphäre zu zerbrechen drohte. Eben da kommen die Unruhe auf die Wohnung, nicht auf das Meer wie bei Jona, also die Parallele. Da fürchtete sich die Familie und schrien um Hilfe, jeder zum Herrn. Und sie warfen die erkannten Unruheherde, die in ihrem Leben waren, weg, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Lois aber war in die hinterste Ecke ihres Zimmers gekrochen, hatte sich hingelegt und schlief in Gedanken fest. Da ist wieder so, jeder sucht wieder bei sich, schaut wieder bei sich, habe ich jetzt da was falsch gemacht, was ist jetzt da? Es stimmt irgendwie nicht mehr. Irgendetwas ist komisch, eben die Unruhe spüren irgendwie alle. Man kann auch sagen, ja, es ist alles in Ordnung, aber irgendwie, das spürt genau, jeder spürt es genau, dass etwas nicht stimmt. Und dann sucht man bei sich, aber eben die Lois ist dann in der hintersten Ecke ihres Zimmers. Da kam Simon an sie heran und sagte zu ihr, was ist mit dir, du Schläferin? Steh auf, ruf den Herrn an. Vielleicht wird er sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Da ist eben der Simon und nicht der Kapitän. Und sie sagten einer zum anderen, kommt, lasst uns beten, damit wir erkennen, um wessen Willen diese Unruhe über uns ist. Und sie sprachen Gebete und die Unruhe fiel auf Lois. Auf dem Schiff warfen sie Lose, bei uns betet man. Da sagten sie zu ihr, teile uns doch mit, durch welche Verfehlung diese Unruhe hier ist. Was ist deine Beauftragung? Aus welcher Gottesbeziehung kommst du? Was ist dein Prozess und aus welcher Herzensverfassung bist du? Und sie sagte zu ihnen, ich bin ein Organ im Leib Christi und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da waren die Geschwister betrübt und sagten zu ihr, was hast du da getan? Denn die Lois erzählte den Geschwistern, dass sie vor dem Angesicht der Mutter auf der Flucht war. Und da beginnt jetzt genau, bei uns zu Hause, sobald eine Unruhe reinkommt, muss man sich irgendwie verständigen, was ist jetzt schiefgelaufen. Und dann bei jedem, wo stehst du, das ist für uns Alltag, weil wir nicht mit einer Unruhe zusammenleben können. Und gerade hier denke ich, dass das eben viele Familien gar nicht mehr spüren. Das ist schon irgendwie normal geworden, Unruhe. Und bei uns ist es einfach so, dass man miteinander wieder auf den Punkt kommen muss, sagen wir bei uns immer. Denn die Unruhe wurde immer größer. Oder eben das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte sie zu ihnen, nehmt mich und schickt mich in die Stille. Hier heißt es beim Jona, der Jona sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Und das ist für mich wieder eine so eine Parallele. Jetzt, ich habe gemerkt, dass bei mir der Punkt ist. Und jetzt irgendwie ins Meer geworfen zu werden, wieder alleine. Wo hat es begonnen? Wo war jetzt hier der Fehler? Und wieder alleine in den Wellen, ohne noch die Geschwister um mich herum, ohne Eltern, wieder den Aufblick eigentlich zu Gott zu gewinnen. Und das ist für mich wie so ein Meer, da fühlt man sich so irgendwie am Ertrinken und wieder einfach am Schwimmen und ja, das ist einfach so für mich so die Stille. Dann wird die Unruhe von euch weichen, eben dann. Denn ich habe erkannt, dass diese große Unruhe um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Geschwister kämpften betend mit aller Kraft, um die Situation zu retten und den Frieden zurückzubringen. Und eben dann probiert eben trotzdem jeder nochmals, ja komm, es geht schon irgendwie, aber es geht dann eben nicht. Aber sie konnten es nicht, weil die Unruhe immer stärker gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass doch nicht über uns allen das Leben weggehen um der Seele dieser Lois willen oder runtergehen.
Wenn wir sie jetzt in die Stille schicken, rechnen sie uns nicht an, falls wir damit Unrecht tun. Und irgendwie, dann denkt man wieder, das kann man doch jetzt nicht machen, komm, das war jetzt schon nicht so schlimm. Oder es, aber eben trotzdem in die Stille zu schicken. Denn du hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen die Leus und schickten sie in die Stille oder den Jona ins Meer. Da ließ die Unruhe ab von ihrem Wüten. Und die Geschwister fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Dankesgebete dar und nahmen sich vor, künftig noch genauer auf die Wirkungen des Geistes zu achten. Und dann hat der Jona für mich wieder ganz anders ausgesehen. Wenn ich mich jetzt wieder mit dem Jona vergleiche, schneide ich trotzdem ziemlich schlecht ab. Eben, ich denke, Gott kann gar nicht, eine Stimme kann gar nicht aus dem Himmel kommen, wenn nicht genau da, wenn ich nicht da standhaft sein kann. Und da ist mir eben der Jona noch ziemlich voraus, oder? Ja. Und mein Lied, es handelt eigentlich davon, von dieser Stille, wie ich vielmals in solche Situationen komme, im Meer, alleine, am Ringen, irgendwie am tiefsten Punkt, wo ich irgendwie nur noch schreie. Und wie genau an diesem Punkt dann die Hand, wie ich dann wieder rausgeholt werde. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Erlebnis. Das erleben wir auch als Familie vielmals, wie das Leben dann wieder zurückkommt. Also nur eigentlich. Gut, dann will ich jetzt das singen. Zu spüren, in deiner Gegenwart zu sein.
das du schon lange mir bereitet hast. Bereitet hast. Ja, ich gehöre dir. Paulus sagt an einer Stelle in den Korintherbriefen oder an mehreren Stellen, dass das Reich Gottes nicht in Wort besteht, nicht in Worten besteht, sondern in Kraft und in Heiligem Geist. Was Lois eben beschrieben hat, ist ein Leben, das kraftorientiert existiert. Wie viele, wie sie schon gesagt haben, wie viele Familien kennen diese Grundlage des Friedens noch nicht einmal. Was ich über uns als Ehepaar gesagt habe, gilt auch für uns als ganze Familie. Das Normale, was wir haben, was wir erleben, ist ein permanenter Strom des Friedens. Wenn man diesen Strom des Friedens, diesen Strom des Lebens, wie wir ihn auch nennen, diesen Wandel, diesen gemeinsamen Wandel im Heiligen Geist, wenn man den gar nicht hat, wie kann man jemals Gottes Weisungen verstehen? Wie kann man jemals mit Gott mitwandeln? Wo haben wir denn den Ansatzpunkt, was Gott will und was nicht? Christsein bedeutet nicht, dass wir für Gott irgendetwas Frommes zelebrieren. Christsein, wahres Christsein bedeutet, dass die Gegenwart Gottes, die ist wie ein Strom, wie ein fließender Bach, dass man mit diesem Strom des Lebens mitfließt. Und in jedem Moment, wo man diesen Strom verlässt, dass man stehen bleibt und untersucht, warum bin ich aus diesem Strom herausgefallen. Und das praktizieren wir seit Jahren, seit es uns gibt als ganze Familie. Und darum ist es ein kraftorientiertes Leben, ein Leben, da meldet sich die Kraft Gottes, da meldet sich auch die Kraft der niederziehenden Gewalten, sobald wir aus den Weisungen, aus den Wirkungen Gottes hinausschreiten. Und das möchten wir mit diesem heutigen Tag bezeugen, dass es dieses Leben gibt. Und wenn wir das mit 12 auf die Reihe kriegen, wie viel mehr solltest du es auf die Reihe kriegen, wenn du vielleicht erst ein Ehepaar bist oder in einer sonstigen Lebenszelle wohnst oder vielleicht zwei Kinder hast? Wie viel mehr? Und darum ist es unser Anliegen, dass wer ein Verlangen hat, in dieses Leben des Geistes, der Harmonie mit Gott hineinzufinden, dass wenn euch das überzeugt, was wir hier tun, dass wir das euch weitergeben dürfen. Ohne Zwang, ohne Druck, ohne irgendwas. Fürchtet sich bitte niemand. Es geht nicht darum, eben wie es die Medien immer wieder falsch anprangern, dass wir hier stehen und einfältig predigen, brauchst nur deine Kinder zu prügeln, dann ist alles gut. Ihr spürt, dass es nicht wahr sein kann, oder? Das ist so ein Quatsch, oder? Ich sage damit nicht, dass ich nie gelehrt habe, dass man die Kinder züchtigen soll. Ja? Aber wenn du von 1000 Kassetten eine Kassette findest, wo ich darüber spreche, dann hast du viel gefunden. Es gibt auf 1000 Verkündigungen einen Akzent, gleichsam einen Promille, wo dieser Aspekt eine Bedeutung, eine wichtige Bedeutung hat. Aber das ist 1 zu 1000. Und wenn man da denkt, man muss einfältig 1 zu 1, Kindererziehung mit Kinderprügeln verwechseln, das ist eine sträfliche Verfehlung der Medienwelt, eine sträfliche Verfehlung unserer Verachter und Verleumder, die ich hier vehement bestreiten möchte. Du kannst auch nicht die Radioaktivität bekämpfen, wenn einer Leuchtziffern hat bei seiner Uhr, kannst du nicht nur immer von Radioaktivität sprechen, als hätte er hier ein Kernkraftwerk an seinem Arm, verstehst du? Gleiches vielleicht tatsächlich radioaktiv ist und so ist es auch mit der Erziehung. Wir möchten hier das gesamte Umfeld anerbieten, was Gott uns gelehrt hat, was funktioniert in der Praxis, was wir beweisen können, möchten wir weitergeben. Und das ist eine ganze Lebensschule. Das ist nicht einfach etwas, was man so über Nacht empfängt. Da muss man lernen, da muss man hineinwachsen. Wir möchten das letzte Lied der Kinder singen und nachher noch ein Lied, das gewissermaßen das zusammenfasst, was wir bisher gehört haben. Vielleicht kommt jemand nach vorne, Kinder. Wir beginnen mit diesem Lied von Sulamit. Magst du was sagen dazu?
Also als ich das Lied geschrieben habe, lag es mir einfach auf dem Herzen, dass ich in jeder Situation auf Gott vertrauen kann, in der Schule, zu Hause und überall einfach, wo ich bin. Vertraue ich jetzt auf dich. Du bist meine Hilfe in jeder Situation, deshalb fürcht ich mich nie. Du bist meine Hilfe in jeder Situation, deshalb fürcht ich mich nie. Bei dir bin ich geborgen für immer. Mit dem letzten Lied, wie angekündigt, möchten wir das, was wir bezeugt haben in den einzelnen Kurzreferaten, noch einmal gewissermaßen zusammenfassen und noch einmal darauf hinweisen, dass es wirklich nur die ersten Grundlagen der Grundlagen sind, von denen wir überzeugt sind. Ohne diese Grundlagen werden wir nie in eine Erneuerung hineinkommen, wird es keine neue Gesellschaft geben. Wenn Menschen diese Dinge hören, die wir heute bezeugt haben, ist es ratsam, nicht wieder Artikel darüber zu schreiben. Denn normalerweise, wenn jetzt ein Journalist hier wäre, kannst du morgen in der Zeitung lesen, Gehorsam ist das totale Wort, so stand es vor zwei Wochen wieder in der Zeitung, dann sagen sie wieder, wie wenn wir jetzt nur Unterordnung lehren würden. Ich möchte es einfach immer wieder betonen. Wir haben tausende von Lektionen gelehrt schon zu Hause. Das sind alles verschiedene Akzente von dieser geistlichen Realität, von der wir zeugen. Es ist wie ein Beruf, den man erlernt. Leben ist nicht einfach etwas, das wir in der Tasche haben. Also kannst du nicht, wenn du ein Referat gehört hast, sagen, das ist ihr Hauptthema, das ist das, das hörst du immer von ihnen. Das stimmt nicht. Es sind hunderte von verschiedenen Akzenten, die in einer gezielten Zusammensetzung zusammengehören. Es ist nicht nur das eine oder das andere. Und zu diesem möchten wir zum Schluss wieder aufrufen. Wir sind überzeugt, und dieses Zeugnis, glaube ich, werden hier die meisten bestätigen, wir sind überzeugt, dass die Menschheit auf dem Holzweg ist,
auch mit den neuesten Philosophien wieder. Wir rufen mit diesen Veranstaltungen dazu auf, nicht mehr Führern nachzufolgen, die nicht beweisen können, was sie lehren. Wer immer nicht hinstehen kann und kann sagen, komm und sieh, das ist das Produkt meines Dienstes, das Produkt meiner Lehre, wer das nicht im Kleinen demonstrieren kann, soll es auch nicht im Großen lehren, sonst sind es falsche Propheten. Wir sind gewohnt, Führern zu folgen, die nicht beweisen vorher mit dem eigenen Leben, am eigenen Leib, dass ihre Theorie funktioniert. Und damit möchten wir ermutigen, folgt diesen Lehrern nach, die es beweisen können. Und wir bezeugen, das machen wir einfach in aller Freimut, ob wir dafür gelästert werden oder nicht, weil die Menschheit denkt, sie sei klüger als Gott, sie brauchte seine Geistigkeit nicht, seine geistlichen Ratschläge, sie brauchte das Wort Gottes nicht, wird sich die Menschheit in den Gesetzmäßigkeiten der Natur immer mehr verflechten, wie es schon der Fall ist. Das, was wir hier gesehen haben am Anfang, diese vielen Schlagzeilen, die werden sich häufen. Wir werden das Schiff immer weniger unter Kontrolle haben und es wird der Moment kommen, da die Menschheit schreit nach Erlösung, wie es immer schon war. Die Gesellschaften werden zusammenbrechen, es wird weltweit zu einem großen Fiasko, zu einer Erschütterung, zu einem Sturm kommen, der die Völker erschüttern wird, weil sie das nicht mehr im Griff haben. Sie werden die Völker nicht mehr im Griff haben. Der Terrorismus und alles wird sich noch weiter steigern. Es mag zwar eine Zeit kommen, wo ein Scheinfriedensreich kommt, wo man denkt, jetzt hat man es im Griff, wo alle happy sind, man hat es erreicht, aber es wird nach der Heiligen Schrift der Moment sein, wo es endgültig zusammenbricht. Und wir stehen hier, um zu sagen, es wird zwar zusammenbrechen, die Menschen werden keinen Ausweg mehr sehen, aber wir stehen hier, um zu bezeugen, diesen Weg, den wir gehen, der funktioniert mitten im Zeitalter der Finsternis, der Höllenmächte, die sich dieser Welt bedienen. Wir haben in Christus die Kraft, über dem Wasser zu stehen, nicht unter dem Wasser. Ja. Und es sind hunderte von Familien, die allein in den letzten 2, 3, 4 Jahren erneuert worden sind, die ebenso gelernt haben, über dem Wasser zu stehen, über den Sturmwinden dieser Zeit und nicht drunter, die das Leben beherrschen lernen. Und dazu rufen wir auf, dass wir miteinander, Schulter an Schulter, inmitten dieser Zeit, dieser schwierigen Zeit, das Neue anfangen auszuleben. Und wer das mit uns zusammen möchte, wir bieten das unentgeltlich an, der möge sich anschließend dann doch melden, dass wir miteinander in Kontakt kommen können, um miteinander diesen Weg zu gehen. Wir singen dieses Lied, was tut der Mann und was tut die Frau, was tut das Kind, wenn es wirklich Gott gefällt. Dieses Lied ist ein Lied des Novatoriums, das wir heute Abend sehen. Es ist einer dieser zentralen Aussagen, die heute Abend auch gezeigt werden. Was tut der Mann, der wirklich Gott gefällt? Was ist es, wonach er seine Wege wählt? Ich soll ein Mann mit Herz und doch ein Führer sein. Nur wenn ich führe mit Herz, stimmt Gott mit mir ein. Fleisch und Blut und deshalb brauch ich dich, bin viel zu schwach, um irgend deinen Weg zu gehen. Ich kann ihn weder sehen noch mit dem Herz verstehen. So nimm ich bei der Hand, gerade wie ich bin, du sagst, allein in Christus ist die Fülle drin. Hab Dank für dieses Wort, ich schau nun weg von mir. Was irgend mich auch braucht, empfang ich jetzt von dir.
bin nur Fleisch und Blut und deshalb brauch ich dich. Bin viel zu schwach, um irgendeinen Weg zu gehen. Ich kann ihn weder sehen noch mit dem Herz verstehen. Drum nimm ich bei der Hand gerade dieses Wort, ich schau nun weg von mir, was irgend ich auch brauche, empfang ich jetzt von Yeah.